Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Danny Galm und bei mir diesmal auf einer Bühne Simeon Kramer. Simi, grüß dich. Danny, grüße dich. Eine Bühne ist es ja nicht richtig, es ist eher ein flacher Boden. Aber dass wir hier mal vor einer Kamera stehen und vor rund 150 Leuten, das hätten wir eigentlich nicht für möglich gehalten, oder? Nee, das ist schon absolut irre. Und der erste Dank des Abends geht deshalb an euch da draußen, die zuhören, wenn sie es dann hören, und vor allem an euch alle, die hier seid. Und wir müssen natürlich auch und wir dürfen auch ganz kurz noch dem Wirt danken, Matthias, dass du uns hier reinlässt in deine gute Stube. Ich würde sagen, das ist ein ganz großer Applaus wert. Wir sind hier natürlich live im Cala Luna vor Ort in Schorndorf. Wer von euch, kurze Handzeichen, wer war schon mal hier, hat ein VfB-Spiel geschaut? Oh, das ist eine überwältigende Mehrheit. Das sind ziemlich viele. Deswegen, uns freut es sehr, dass ihr hier und heute da seid. Und Danny, wir müssen auch noch einen Dank an die Sponsoren loswerden, oder? Die diesen Tag hier überhaupt ermöglicht haben oder diesen Abend. Genau, das gehört sich. Da vorne sitzt einer, da hinten sitzt der zweite. Sebastian Micke, Kräuter Micke, ihr seht ihn auch, er war schon mal Werbepartner im Sponsor. Die Waiblinger Zentralklinik ist auch mit dabei, hier vertreten. Euch gilt natürlich auch ein Dank, weil ihr das in gewisser Weise auch möglich macht, dass ihr uns unterstützt. Dafür ja, herzlichen, herzlichen Dank. Und Technik? Ohne die Technik wird es nicht gehen, Danny, oder? Ohne die Technik geht nichts. Der Peter filmt uns. Peter, auch dir jetzt schon mal vorneweg. Vielen lieben Dank. Und dann ein ganz besonderer Gruß geht raus. Jeder von euch, der diesen Podcast hört oder schaut, weiß, dass ich selber noch fußballaktiv bin. Da hinten sitzt eine Bande Idioten. Werdet mal laut da hinten, die SPVGG Rommelshausen. Männer, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Und Danny, dann glaube ich, haben wir alles abgehakt, was so hier Begrüßung angeht. Und dann holen wir doch die Gäste hoch, oder? Absolut. Dann fange ich an, okay? Bitte immer mit einem schönen Applaus begrüßen. Ich fange an mit einem Mann, der auf Social Media nicht weniger als der Sexgott genannt wird. Michael Bollenbacher, genannt Bolli, der macht das Dein VfB-Format für den SWR. Bolli, herzlich willkommen, großer Applaus, komm nach vorne, auf. Korrektur, Sexmann. Also er wurde so genannt, er hat sich den Namen nicht selber verpasst, soll ich hier nochmal klarstellen. Ja. Bolli, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf unseren zweiten Gast, der ist nämlich wirklich ein journalistischer Tausendsasser, der ist fürs Radio unterwegs, der ist fürs Fernsehen unterwegs, der schreibt Texte und vor allem ist er ein absoluter VfB-Experte, weil er wirklich bei jedem Spiel vor Ort ist, das für die neue 107.7 am Live-Radio begleitet. Herzlicher Applaus bitte. Daniel Haug, komm zu uns. Ja, und dann last but not least, das Beste kommt zum Schluss, oder? Da hinten wartet noch ein Mann. Ich glaube, jeder von euch kennt den Vertikalpass, einen sehr bekannten Blog. Und da haben wir heute einen Mann, Butze, Sebastian Rose, Remstäler, Radfahrer, Blogger, Podcaster. Ich weiß nicht, was der Mann alles macht. Kein journalistischer Tausendsasser, aber ein genereller Tausendsasser. Sebastian, schön, dass du da bist. Komm doch bitte vor. So, und eigentlich hätten wir gerne noch einen vierten Gast hier oben begrüßt. Das ging jetzt leider nicht und wir haben auch groß mit ihm geworben. Er war vorhin da, in gewisser Weise, nämlich auf dem Fernsehbildschirm da hinten. Dennis Bayer von Sky, das geht leider nicht. Sein Arbeitgeber war irgendwie der Meinung, dass sie ihn zum Euroleague, was ist es, Achtelfinale, Rückspiel nach London schicken müssen. Das läuft hier sogar. Ich glaube, steht 1-0 für West Ham, oder? Das interessiert uns heute Abend aber nicht. Doch, wegen dem fünften Platz in der Bundesliga. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, Dennis wäre gerne hier gewesen. Geht leider nicht. Wir haben damit geworben. Wir müssten euch das erste Mal enttäuschen. Sorry dafür. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir haben ein super Podium. Trotzdem, glaube ich, wir haben drei kompetente Gäste, drei super Fachmänner für den VfB Stuttgart. Und Simi, du wolltest uns noch kurz einen Einblick geben, was wir heute Abend eigentlich mit euch und mit unseren Gästen hier vorhaben. Ja, der Abend steht generell unter dem Motto, der VfB auf dem Weg nach Europa, vielleicht sogar Champions League, mindestens mal die Europa League, wenn man sich's anschaut. Und wir wollen die Leitfrage diskutieren. Ist es ein Fluch für den VfB? Ist es ein Segen für den VfB?
was meinen unsere Experten hier auf der Bühne, was meint natürlich auch ihr nachher, wenn wir eine kleine Fragerunde hier machen mit euch. Wir sprechen über ein aktuelles Thema, die Nationalspieler. Heute um 14 Uhr war Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann. Der Daniel und ich waren dann um 15 Uhr auf der Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß. So haben einige Einblicke, die aktuell sind. Und dann kommen wir an einem Thema leider nicht vorbei, Danny. Und Butze, es tut mir sehr, sehr leid. Der Sebastian hatte sich so gefreut, dass wir heute Abend nur über den Sport sprechen. Und wir hatten es eigentlich auch ehrlicherweise so geplant, aber die aktuellen Entwicklungen, Aufsichtsratsthema, Präsident Klaus Vogt abgesetzt. Wir kommen einfach nicht drum herum und wir müssen es heute Abend aufs Tapet heben. Ja, das ist einfach zu groß, zu viel Sprengkraft in dem Thema. Deswegen muss es hier heute Abend einfach stattfinden. Und dann wäre ja auch nicht der VfB, wenn nicht der VfB uns noch so ein Osterei reingelegt hätte. So sieht's aus. Deswegen lasst uns doch direkt loslegen, lasst uns starten. Männer, wir legen los. Es geht um Aktualität. Ich meine, im Journalismus schlägt Aktualität alles. Hier hinter mir sitzen zwei vom Zeitungsverlag Weiblingen, die heute über unser Event hier schreiben. Ich glaube, die würden mir zustimmen, wenn ich sage, Aktualität bestimmt im Journalismus ganz schön viel. Und da haben wir was Aktuelles. 14 Uhr heute Pressekonferenz, Julian Nagelsmann. Die Kader wurden bekannt gegeben, die Nominierungen. Es sind 4 VfB-Profis dabei. Ich fange mit dir an, Bolli, du bist für dein VfB am Start. 4 Spieler, das wird richtig spaßig auf YouTube, oder? Ich glaube, das wird richtig spaßig. Ja. Man hätte ja die halbe Elf aufstellen können, hat der Nagelsmann auch gesagt. VfB Deutschland könnte man es ja fast nennen. Aber verdient, würde ich einfach mal sagen. Also ich glaube, mindestens die 4 haben es verdient, wenn nicht noch der ein oder andere mehr. So wird es dann halt der Kollege Stiller vielleicht, wenn Toni Kroos nach der EM seine Karriere beendet. Aber absolut durch die Leistung verdient und ich finde gut, dass Nagelsmann das Leistungsprinzip jetzt mal angewandt hat. Ja, Butze, dann gebe ich das Wort einfach mal auch an dich weiter. Welcher von den 4 Spielern hat es denn aus deiner Sicht am meisten verdient? Ich meine, du bist Mitglied, oder, wenn ich richtig liege? Ja, absolut, klar. Absolut, dann hast du hier die Mitgliedersicht. Wer von den 4 hat es am meisten verdient? Für wen freust du dich? Na klar, für Maxi Mittelstädt. Also der kommt von Berlin nach Stuttgart und alle gucken so ein bisschen kritisch. Also hat ja schon so ein bisschen Konstantin Rausch-Vibes tatsächlich, fand ich jedenfalls, als er kam. Und auf einmal ist der Nationalspieler und auch gerade in Verbindung mit Chris Führig hat Julian Nagelsmann, glaube ich, eine richtig gute linke Seite. Und wir sind jetzt wahrscheinlich im Zwang, wieder Länderspiele gucken zu müssen, wenn so viele VfB-Spieler dabei sind. Weil ich habe echt schon lange keins mehr gesehen, aber jetzt müssen wir zugucken. Ja, was war denn dein letztes Länderspiel, das du gesehen hast? Kannst du dich erinnern? Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Also du hast ja am Ende reingeschaltet, war ja so eine Art Katastrophentourismus eigentlich, weil du dachtest, hoffentlich passiert irgendwas Spektakuläres. Passiert dann auch nicht mehr? Ich weiß es echt nicht, weil ich zum letzten Mal Länderspiel geguckt habe. Ich weiß auch gar nicht, wer der Nationaltrainer war. Daniel, wie ist es bei dir? Was hast du als letztes Mal? Kannst du dich erinnern? Ja, ich bin mit Rudi Völler wieder eingestiegen, als er interimsweise da sein Spiel letztes Jahr übernommen hatte. Und dann kam ja Nagelsmann und dachte, jetzt muss man schon auch sehen, ob das jetzt der Neubeginn des deutschen Fußballs ist. Aber klar ist jetzt durch die VfB-Spieler nochmal ein ganz anderer Fokus, auch aus meiner Sicht auf die Nationalmannschaft. Ich meine, jetzt sind 4 Spieler nominiert worden. Das ist natürlich jetzt nur für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Das ist natürlich ein kleiner Vorausgriff auf die EM im Sommer, aber kein ganzer. Daniel, machen wir bei dir gleich weiter. Was glaubst du denn, Dennis Undaff, Chris Führig, Maxi Mittelstädt, Waldemar Anton, wer von den 4 hat denn die beste Chance, zur EM zu fahren? Vielleicht alle? Also die Chance haben auf jeden Fall alle, würde ich sagen. Die allergrößte aus meiner Sicht ganz klar Dennis Undaff, weil das die Position ist mit dem mitmeisten Bedarf. Klar, Niklas Füllkrug kommt auch wieder in Form, aber ich glaube, so ein Typ Stürmer, wie es Dennis Undaff ist, kann die Nationalmannschaft gut gebrauchen. Undaff ist auch einen, den man von der Bank bringen kann, auch als Joker. Und dann glaube ich schon, dass er mit die meisten Chancen hat, vielleicht sogar neben Maxi Mittelstädt, je nachdem, wie er sich jetzt verkauft, weil Linksverteidigerposition ja im deutschen Team auch immer so eine Problemzone war. Bolli, dein Take? Würde ich unterschreiben so. Vor allem, glaube ich, außer der spielerischen Komponente bringt er natürlich irgendwie diese Stimmungsmacher-Komponente, glaube ich, noch rein, was im DFB aus meiner Sicht irgendwie fehlt, dass da irgendwie alles gleichströmig ist und irgendwie alle dieselben Floskeln nach dem Spiel absondern. Und ich glaube, Undaff ist einer, der ist einfach gerade raus, wenn man den so erlebt, ne? Wisst ihr ja auch. Und ich glaube, der hebt dann da vielleicht nochmal, wenn das erste Spiel mal gewonnen wird, das Ganze an. Und auf der anderen Seite denke ich halt auch Maxi Mittelstädt. Wen gibt es denn noch als Linksverteidiger? Ja, da hast du irgendwie einen Raum, hast vielleicht mal einen Henrichs, der dann links statt rechts spielt. Aber ich glaube,
den muss er eigentlich fast mitnehmen, hat er irgendwie gesagt, Top 4 Linksverteidiger der Welt laut Statistiken. Also wenn du den nicht mitnimmst, dann bei einer EM, dann weiß ich auch nicht. Ja. Und Butze, du bist Team Führig, oder? Der wird jetzt noch nicht genannt. Nee, ich bin auch Team Undaf tatsächlich, weil ich sehe es genau wie Wolli. Also der ist ja auch eine Stimmungskanone und dann, selbst wenn er überhaupt gar nicht spielt, kann er, glaube ich, dafür sorgen, dass die deutsche Mannschaft zumindest sympathisch rüberkommt. Und du hast ja vorne wirklich auch Probleme. Also du brauchst ja irgendjemanden, der ein bisschen unkonventionell ist und ich glaube, da werden wir uns einfach alle freuen, wenn Dennis Undaf dann spielt oder auch nicht spielt, aber allein schon, wenn er dann ein Mikro vors Gesicht gehalten bekommt, werden wir uns, glaube ich, drüber freuen. Was glaubt ihr denn, also der Julian Nagelsmann hat ja heute auf der PK, ich habe die mehr in Gänze gegeben, bewusst die Türe auch für Stiller so aufgemacht, indem er gesagt hat, ja, ich hatte auch Kontakt, er ist ganz, ganz nah dran. Also so Stichwort Außenseiterchancen. Daniel, vielleicht, wie schätzt du das ein, auch mit Blick auf die Konkurrenzsituation, die ja auf seiner Position im zentralen Mittelfeld mit Gündogan, Groß und so weiter wirklich, wirklich groß ist? Ja, nee, ich glaube, Außenseiterchance auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Pavlovic, der jetzt zum ersten Mal von Bayern mit dabei ist, noch eine entscheidende Rolle spielen kann, weil so wie es rüberkommt, bei ihm geht es ja, spielt er für Serbien, spielt er für Deutschland, dass Nagelsmann ihm jetzt so ein bisschen so ein Gutzle bisschen gibt, sagt, hier komm, wir nehmen dich mal mit, schauen mal, ob es schon reicht vielleicht für einen EM-Kader, aber dass Stiller da qualitativ allein von seiner Anzahl an Bundesligaspielen da eigentlich vor ihm steht, ist aus meiner Sicht eigentlich klar. Deswegen glaube ich, stehen da die Chancen nicht schlecht, dass da Richtung EM noch was geht, wenn Stiller das Niveau so hält wie bisher und der VfB da, oder er mit dem VfB dann sogar in die Champions League einzieht. Nübel müssen wir noch abklären. Bolli, wie groß ist da oder wie klein ist da die Außenseiterchance? Ich glaube realistischerweise nicht so wirklich dran. Es gibt einmal so viele gute Torhüter in Deutschland. Nübel ist natürlich einer, der vor allem, glaube ich, beim VfB mal nötig war, dass da mal einer hinten drin steht, wo du keine Eier kassierst. Und ich glaube aber, dass Baumann, Trapp, wie sie alle heißen, Ter Stegen, Neuer, ja, da sind jetzt vier dabei. Und ich sehe Nübel auch ganz stark, so aus VfB-Perspektive. Aber ich glaube, das ist die Position, wo man sich vielleicht am ehesten verabschieden kann. Bei Stiller denke ich mir halt immer, ja, die Abläufe, wenn dann man Führig spielt, die sind ja klar. Und auch wenn Mittelstädt spielt, aber auch da ist die Konkurrenz natürlich groß und durch Toni Kroos dann, glaube ich, die Chancen auch so ein bisschen geringer. Ja, also da kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie spielt der VfB die letzten Spiele, wie spielt Bayern, verkacken die noch mehr, dann hat vielleicht Stiller die Möglichkeit, sich nochmal ins Schaufenster zu spielen. Oder Stichwort Verletzung vielleicht auch, kann ja auch eine Türe sein, sollte sich jetzt da einer verletzen, dass man dann sagt, wir haben ja noch einen in der Hinterhand. Danny, jetzt nehme ich dich auch mal mit hier rein ins Boot, weil wir wollen ja auch was sagen, oder? Du hast ja die PK reingezogen. Wir haben noch gar nicht über Waldemar Anton gesprochen. Ich glaube, der Nagelsmann hat da einen interessanten Satz gesagt, warum Waldemar Anton dabei ist und zum Beispiel nicht Mats Hummels. Ja, da ist für mich hängen geblieben dieses Statement von Nagelsmann, dass er gesagt hat, der gibt sich auch mit der Herausfordererrolle zufrieden. Weil er ihn, also ich habe es so verstanden, ihr könnt mir gerne mal widersprechen, falls ihr es anders seht, Tah und Rüdiger scheinen gesetzt zu sein. Und er sagt dann halt, dann habe ich den Waldi dabei. Der gibt immer 100%, wie er ja so gerne in Interviews nach den Spielen sagt. Aber der bringt halt auch diesen Worker-Spirit mit, Sebastian. Das war ja auch genau das, was Nagelsmann nach Amtsantritt ein bisschen so eingefordert hat oder durchblicken hat lassen. Ja, du brauchst, glaube ich, wirklich so ein paar Arbeiter, vor allen Dingen in der Defensive. Und ich glaube, Waldemar Anton ist halt genau der Richtige. Denn der auf der Bank sitzt, ist er, glaube ich, zufrieden. Also in der Nationalmannschaft, nicht beim VfB. Aber wenn er reinkommt, wird er, glaube ich, absolut seine Leistung abrufen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn er jetzt und die anderen dann auch gegen Holland und gegen Frankreich, sind ja hochklassige Gegner, dann mal performen muss. Und dann werden wir mal sehen, ob sie auch auf dem Niveau sind. Aber ich glaube, ja, ist er. Und er wird der Mannschaft auf jeden Fall gut tun. Und deswegen finde ich es auch total berechtigt, dass er mit dabei ist, weil er jetzt ja wirklich so lange und so konstant spielt. Das ist grandios. Danny, da machen wir doch einen journalistischen Strich drunter. Wer von diesen vier plus eventuell Wagnermann, Stiller, wer auch immer, fährt denn mit zur EM? Muss ich das jetzt beantworten? Ja, klar. Aber wir haben doch hier drei Gäste. Nein, hey. Mein Take ist, wir können ja alle mal kurz tippen, ich sehe es auch, Undaf. Ich sag drei fahren mit. Undaf, Mittelstädt, Führig. Daniel, du nix? Da gehe ich mit. Bolli? Ich sage alle. Ich sage einfach mal alle. Ja. Anton, warum nicht? Kannst du immer reinbringen. Also ich sag mal vier. Sebastian? Alle und Stiller wird nachnominiert. Wow, also fünf VfB-Profis. Es gibt Applaus im Raum. Du hast es angesprochen, das wäre der Grund für uns, dieses Turnier vielleicht zu schauen. Ich habe mit Simi gestern darüber diskutiert. Das ist vielleicht ja auch so ein Faktor, dass man sagt, hey, Turnier in Deutschland, Spiele in Stuttgart. Warum nicht auch ein paar
junge Wilde sind es ja gar nicht mehr so sehr, aber warum die nicht ein bisschen von der Leine lassen? Und wir wollen jetzt so langsam ein bisschen rübersliden in den nächsten Themenbereich, wo wir uns mit der Lage der Liga ein bisschen auseinandersetzen wollen und auf die Spurensuche gehen wollen. Warum ist das eigentlich gerade so geil, sportlicher Sicht, Vereinspolitik kommen wir nachher, aber warum ist es gerade so geil, dass wir diese Mannschaft endlich mal wieder performen sehen? Aber mal vielleicht Bolli vorneweg, Blick auf die Bundesliga. Jetzt deutet sich ja schon wieder Langeweile an, aber eine Langeweile, die wir, glaube ich, als neutrale Beobachter gerne in Kauf nehmen, oder? Eigentlich schöne Abwechslung. Also aus meiner Sicht, man kann jetzt, muss kein Leverkusen-Fan sein, aber ich glaube, dass das schon einfach mal nötig war, dass da vorne so ein bisschen ein Herausforderer kommt, wenn es Dortmund schon nicht kann, in den letzten Minuten dann Leverkusen. Und ich glaube auch, dass der Fußball, den die spielen, erstens mal sehr schön ist und zweitens auch viel mit dem VfB zu tun hat, weil wenn man das Spiel gesehen hat, DFB-Pokal gegen den VfB, das war das beste Spiel in Deutschland, glaube ich, in der ganzen Saison, und die Mannschaften haben einen ähnlichen Fußball, hat, glaube ich, Xabi Alonso nach dem Spiel ja auch gesagt, es war der beste Gegner in der Bay-Arena und das ist schon mal eine Auszeichnung. Also eigentlich bist du ja mit dieser Punktzahl 53 als VfB ganz nah dran an der Meisterschaft. Dieses Mal gibt es halt dann noch Leverkusen, die outstanding spielen, aber ja, das ist, ich finde es eine schöne Abwechslung. Daniel, mit Blick aufs Niveau in der Liga, Bolli hat es ein bisschen anklingen lassen. Ich habe den Eindruck, wir haben ja oft auch mal Debatten gehabt im deutschen Fußball, so die Bundesliga hat überhaupt nicht mehr die Qualität. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr, gerade auch durch Stuttgart und Leverkusen, da brauchen wir uns fußballerisch eigentlich nicht verstecken. Wie nimmst du es insgesamt wahr? Du siehst viel? Ja, also mit Blick auf die beiden Mannschaften auf jeden Fall. Wenn ich da mir gestern Abend das Champions-League-Spiel von Dortmund anschaue, da können wir mithalten, oder? Denke ich mal, kann man mehr als mithalten in der aktuellen Verfassung. Nein, die zwei Mannschaften sind spielerisch outstanding diese Saison in der Bundesliga, finde ich. Klar, Bayern ist da mit dabei. Aber dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, auf die Liga allgemein geblickt, gibt so ein bisschen einen Bruch, zeigt er auch dafür, dass du mit der Punktzahl, die der VfB aktuell hat, in den letzten 10 Jahren Erster gewesen wärst. Aber nach unten wird es dann halt gefühlt immer dünner. Aber sag ich mal so, die Top 3, 4 ist diese Saison echt gut dabei. Und Butze, dir muss doch das Herz aufgehen, oder? Ich meine, die letzten Jahre, ich war im Juni noch auf der Relegation oder bei der Relegation in Hamburg. Davor Last-Minute-Rettung und jetzt hier 53 Punkte. Nach was sind es, glaube ich, 25 Spieltagen? Abnormal. Ja klar, ist ein kompletter Traum und ich finde es halt schön, dass man sieht, man muss nicht das Riesenbudget haben, sondern man muss halt einen Trainer mit einem Plan haben, mit einem System, Spieler, die dazu passen, und dann kann da wirklich Großes entstehen. Das ist ja nicht nur beim VfB, sondern auch in anderen europäischen Ligen. Also man sagt ja immer, Sebastian Hoeneß hat sich so ein bisschen was von De Zerbi abgeguckt bei Brighton Hove Albion, da ist es ja ähnlich. Also man muss nicht 100 Millionen haben, um Harry Kane zu kaufen, sondern es reicht vielleicht auch einfach mit ein bisschen Gehirnschmalz in die Sache ranzugehen und irgendwas zu machen, was andere nicht machen und nicht immer nur Konterfußball spielen, so einfach mal sagen, hey, wir versuchen es mit Ballbesitz und beim VfB funktioniert es und es sieht vor allen Dingen auch verdammt gut aus. Aber Danny, dann nehmen wir doch mal die Gäste mit auf eine kleine Reise und zwar ein Jahr zurück. Ich habe es gerade schon angesprochen, ich war in Hamburg bei der Relegation fast. Ich war im Urlaub übrigens, Südfrankreich, wunderschön. Danke, Danny. Das war wirklich, in der schlimmsten möglichen Zeit lässt du mich da im Stich und ich muss 3 Wochen alles, 4 Wochen? Drei, zwei, war eine Pfingstferien. Ach so, okay. Alles klar. Aber dann lasst uns mal zurückgehen. Bolli, ich erinnere mich, Endo-Abgang, ich glaube, es war auf einer PK, warst du da auch dabei? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Endo-Abgang, Mafropanos-Abgang, Sosa-Abgang, Trainingslager abgebrochen wegen schlechtem Wetter. Vielleicht war jemand von euch im Trainingslager dabei? Nee, war nicht, glaube ich. Nee. Aber wir waren dabei, Danny, du warst dabei. Und es war ja der schlechtest mögliche Start, oder? Eigentlich in die Saison. Ja, wurde ja abgebrochen wegen zu viel Regen und der Unbespielbarkeit der Plätze. Aber worauf du, glaube ich, hinaus willst, war eher dieses Gefühl. So, du bist im Tod von der Schippe gesprungen, schaffst die Relegation. Relativ souverän, muss man ja sagen, hinten raus. Aber so vom Feeling her hatten viele, glaube ich, kein gutes Gefühl, oder? Also, Bolli, ich hatte dich gerade gefragt. Ja. Nö, eigentlich nicht. Also tatsächlich, was das Gefühl anbelangt. Vor allem war bei mir, ich glaube, das war ja eine Pressekonferenz, als Endo dann weg ist, also vor einem Spiel. Vor dem Bochum-Spiel, oder? Erster Spieltag. Genau, davor. Ja. Und ich war einer von denen, Asche über mein Haupt, der gesagt hat, boah, den kannst du nicht ersetzen. Und als dann die Gerüchte aufkamen, der Stiller kommt, und dann dachte ich so, boah, okay, der spielt in Hoffenheim so eine Halbrolle und weiß ich nicht, ob der jetzt da helfen kann, aber
später hat man, glaube ich, gesehen, dass Hoeneß halt einfach einer ist, der diese Entwicklung der Spieler absolut vorantreiben kann, vor allem Spieler, die er kennt. Undorf weiß ich jetzt nicht genau, ob er den da in Brighton auch schon mal auf dem Radar hatte, aber alle, die kamen, inklusive Nübel, von dem man wusste, der spielt in Frankreich zwar Stamm, aber so ganz bei Bayern nicht so gewollt. Ja, unfassbar, wie diese Abgänge kompensiert wurden. Auch so ein Rouault, der dann irgendwie, den kein Mensch kennt, und dann spielt er und haut sich in alles rein und spielt dazu noch gut. Also wer hätte es gedacht, das könnte nur ein Witz sein. Also vor einem Jahr April-Scherz, aber mehr nicht. Daniel, du warst auch auf der PK, wo der Endo-Abgang verkündet wurde. Was hast du in dem Moment gedacht? Das geht in Liga 2? Ja, zumindest wieder in die Richtung. Vor allem, weil genau in der PK in der Woche davor, vor dem Pokalspiel, Hoeneß noch lang und breit ausgeholt hat, ja, Endo ist unser Leader und unser Löwe, unser Kämpfer, geht voran. Und keine 5 Tage später war er weg. Und ja, da waren wir vor Bochum, Heimspiel, dachte so, ja, eiert man sich da irgendwie durch, verliert da dumm oder spielt nur unentschieden, hat einen schlechten Start mit dem, was du gesagt hast, Trainingslager abgebrochen, Haufen Abgänge, und dachte so, ja, das gibt eine Saison wie die 2 davor auch. Und Butze, du auch Kopf geschüttelt, oder? Ja, vor allen Dingen, weil ja Sebastian Hoeneß auch so verzweifelt schien auf der PK, als er erzählt hat, dass Endo gegangen ist und es immer 3 Perspektiven gibt, die wirtschaftliche, die vom Trainer, die sportliche, und dass man ihn ziehen lassen musste, aber er wirkte ja wirklich alles andere als glücklich, und glücklicherweise hat sich jetzt aber herausgestellt, dass die Abgänge ja teilweise, muss man sagen, sogar gut waren. Jetzt nicht unbedingt, natürlich fehlt dir die Qualität, und wenn du siehst, wie ein Endo dann für Liverpool gegen Manchester City spielt, dann denkst du, wow, der war wirklich eigentlich immer viel zu gut für einen VfB. Aber durch seinen Abgang ist, glaube ich, so ein Vakuum entstanden. Das sind jetzt reingegangen zum Beispiel ein Waldemar Anton, der deutlich mehr Verantwortung übernimmt, oder auch ein Atakan Karasor. Also denen tut das wirklich gut, und natürlich profitiert zum Beispiel auch ein Chris Führig davon, dass jetzt hinter ihm eine Mittelstädt spielt und kein Sosa mehr. Also das hat sich halt alles zum Guten gewendet, und ich glaube, wir hatten auch einfach ein bisschen Glück. So sieht's aus. Dann würde ich gerne eure Meinung da draußen mal anfragen. Die Zuschauer, die zuhören, wie seht ihr das? Wie war eure Gefühlslage damals im vergangenen Sommer, als Endo gegangen ist, als irgendwie das Trainingslager abgebrochen wurde? Habt ihr gedacht, der VfB steht jetzt mit 53 Punkten auf dem 3. Platz? Schreibt uns in die Kommentare, wird uns interessieren. Danke euch. So, und wir wollen natürlich hier bleiben, und jetzt wirklich, der Name ist ein paar Mal gefallen. Wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, wir wollen jetzt zu Beginn über die Gründe für diesen Aufschwung sprechen. Wir haben jetzt die Ausgangslage skizziert, wow, alles scheiße, Endo geht, Mavropanos geht, Sosa geht, und vielleicht der Schlüsselfaktor, warum es gerade gut lief oder gerade gut läuft, ist schon mehrfach gefallen. Wir wollen über die Rolle von Sebastian Hoeneß sprechen. Daniel, auch mit Blick jetzt vor jüngeren Entwicklungen, also sprich die Vertragsverlängerung, welche Bedeutung hat denn das für das große Ganze VfB Stuttgart, dass man es jetzt geschafft hat, diesen, Semi hat ihn, glaube ich, Bessermacher betitelt, was ich sehr treffend fand, für den Verein zu gewinnen, kann man ja gar nicht sagen, ihn davon zu überzeugen, dass das hier die richtige Station ist für ihn, auch weiterhin. Ja, enorm. Also er ist der Hauptgrund für diese gesamte Entwicklung aus meiner Sicht. Und genau mit der platzierten Vertragsverlängerung letzte Woche, genau in die ganzen Gerüchte rein, die er sowieso von Anfang an abgetan hat, hat er es mit einem Schlag zusammen mit dem Verein geschafft, da in diese Thematik eine Ruhe reinzubringen. Seinen Worten, was er ja immer sagt, ja, er ist gern hier, er gibt hier alles rein, er will mit der Mannschaft was entwickeln, was aufbauen, dem quasi Nachdruck zu verleihen. Und ja, hat es ja einfach geschafft von Beginn an, muss man ja sagen, war ja mit dem ersten Spiel davor, jetzt ziemlich genau einem Jahr mit dem Pokalspiel in Nürnberg, da was loszutreten, irgendwie die Mannschaft zu erreichen und mit ein paar Kniffen da ja so eine 180-Grad-Wendung reinzubekommen. Bolli, was ist er denn für ein Typ Trainer? Du hast ihn jetzt auch ein bisschen kennengelernt durch deine Zeit und durch die enge Begleitung auch. Wie würdest du ihn charakterisieren? Was zeichnet ihn aus? Ich glaube schon, dass er ein moderner Trainer ist, der einfach attraktiven Fußball spielen lassen will. Wenn man sich diese Positionierung, die Raumaufteilung mittlerweile anschaut, gegen Wolfsburg haben sie, glaube ich, eine Minute 40 am Stück den Ball gehalten. Also es läuft wie auf Schienen tatsächlich. Und man hat immer das Gefühl, dass jeder auch mitzieht und er jeden motivieren kann, egal ob die auf der Bank sitzen, ob das ein Silas ist. Er will dynamischen, schnellen, attraktiven Fußball spielen, und auch nach dem, ich erinnere mich an das 1:5 gegen Leipzig am zweiten Spieltag, meine ich, wo man dachte, okay, der Start gegen Bochum, bisschen glücklich, oder das war eine Eintagsfliege, jetzt geht es weiter, und dann das nächste Spiel ging dann 5:0 gegen Freiburg
genauso aus, wo man dann dachte, okay, die spielen ja wirklich schönen Fußball nach vorne. Und ich glaube, er schafft es halt irgendwie oder hat es geschafft aus diesem Flow, den du natürlich brauchst. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Wenn du die Ergebnisse holst, dann läuft alles leichter, dann wird das Selbstbewusstsein größer. Aber dass er es schafft, die Spieler zu kitzeln und ihnen einfach diese Spielweise implementiert, die er gerne hat. Und das ist nun mal dieses moderne, attraktive, dynamische Spiel nach vorne. Ja. Fußballbejahend. Sebastian, vielleicht auch mit Blick auf, wie er sich in seiner Zeit, er ist jetzt bald ein Jahr dann beim VfB, wie er sich auch entwickelt hat. Mir sind da so zwei Momente in den Sinn gekommen, als ich drüber nachgedacht habe, wo auch ein Mikrofon eine Rolle spielt. Er hat mal ein Mikrofon in die Hand genommen, nachdem die Relegation quasi klar stand, am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, hat er sich das Mikrofon geschnappt und gar nicht so eine niedergeschlagene Stimmung aufkommen lassen, weil man hätte sich ja retten können. Also ich spreche von der letzten Saison. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, letztes Heimspiel, Heimsieg gegen Augsburg, Hoeneß auf den Zaun. Auch da schnappt sich Hoeneß das Mikro und gibt kluge Sätze von sich, sagt, ich komme auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben. Also wenn du ihn dir anschaust als Trainer, er wirkt für mich, als hätte er wahnsinnig viel dazugelernt im Vergleich zu seiner Zeit in Hoffenheim. Ja, und er kennt das ja gar nicht, vor so vielen Zuschauern halt dann irgendwie zu spielen zu lassen. Nee, und er ist halt in seiner Ansprache auch zu den Fans, zu den Mitgliedern halt wahnsinnig klar, wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig reflektiert. Und auch wenn der Niko Kovac zum Beispiel sagt, na, der Schiedsrichter war Mist und so weiter, dann sagt der Hoeneß, ich lasse mich halt in Diskussion nicht reinziehen. Also er ist einfach sehr, sehr clever. Er kann auch auf Fragen von euch dann wahrscheinlich alles erklären. Also warum spielen so wenig junge Spieler zum Beispiel? Dann erzählt er dir halt 3 Minuten, 4 Minuten lang, warum das so ist. Und dann denkst du hinterher, ja, okay, ich habe es verstanden. Also er hat einen Grund. Ja? Aber Bruno Labbadia hat ja auch sehr lange Dinge erklärt. Ja, aber danach war man trotzdem nicht schlauer, oder? Das stimmt natürlich. Nee, und ich finde das halt sehr, sehr erfrischend. Also, und er ist ein moderner Trainer. Das merkt man halt auch in der Ansprache zur Presse, zu den Fans. Auch da ist er wirklich stark gereift, hat, glaube ich, viel aus seiner Zeit gelernt. Und ich bin mal gespannt, denn in Hoffenheim hat er ja auch in seiner letzten Saison richtig gut performt und dann aus den letzten 9 Spielen noch 3 Punkte geholt. Und ich hoffe, dass er da auch gelernt, wie man das besser macht. Ja, hoffen wir es doch mal. Simi, wir wollen aber auch über noch einen anderen Mann sprechen, der mitverantwortlich ist, dass gerade gut läuft. Das ist der Name Fabian Wohlgemuth. Auf jeden Fall, der Sportdirektor des VfB kam ja auch, wir haben es vorher extra nochmal nachgeschaut, Ende des Jahres 2022, also jetzt auch bald, wenn mich meine Mathe nicht im Stich lässt, 1,5 Jahre bald her, dass er jetzt in Stuttgart ist. Er hat einiges umgekrempelt, er hat viele kluge Transfers getätigt aus meiner Sicht. Daniel, du bist regelmäßig auch, was heißt regelmäßig, du bist bei jedem Spiel am Start, wir sehen ihn jede Woche in der Mixzone, den Fabian. Wir telefonieren ab und zu mit ihm, du ja auch, wir holen uns Infos ein. Wie nimmst du ihn wahr? Was ist er für ein Typ Sportdirektor? Ja, erstmal finde ich, hat er sich in der Zeit, als er hier ist, enorm entwickelt. Er ist, finde ich, ein Stück weit offener geworden. Am Anfang konnte man ihn nicht so einschätzen, hat er auch einen denkbar schlechten Start, finde ich. Kommt hier an, kriegt die Chance zum ersten Mal Sportdirektor bei einem Erstligisten zu sein und darf das aber wahrscheinlich nur werden, wenn er Bruno Labbadia als Trainer durchwinkt, was er aus seiner Sicht vermutlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht gemacht hätte. Aber mit Blick auf diese Chance tut er es. Und ja, ist, finde ich, kann man ähnlich sagen wie bei Hoeneß, auf eine bisschen andere Art und Weise, auch reflektiert, sehr bedacht, auch in dem, was er sagt, wie er es sagt. Und ich finde, er hat so ein bisschen, oder man kriegt gleich den Anschein, man unterschätzt ihn vielleicht, denkt so, ja, der kommt aus Paderborn, hat ein Zweitliganetzwerk, hat keine Ahnung, wie das Business hier funktioniert. Aber so wie ich ihn auch in den Gesprächen vielleicht mal abseits der Mikros wahrnehme, der hat dieses Fußballgeschäft schon sehr verstanden und weiß, was er will, weiß, wo er hin will. Und vor allem das im Zusammenspiel mit einfach einem Trainerteam, weil er weiß, es bringt jetzt nichts, wenn er da irgendwie auf seinen Kopf hin irgendwie einen Kader zusammenstellt, sondern es muss schon alles im Einklang sein. Bolli, was ich bei Fabian Wohlgemuth so witzig finde, ist diese trockene Berliner Art. Der ist direkt, der macht nicht lang rum, der schnackt nicht lang. Warum passt diese Art vielleicht gerade so gut zu diesem aufgeregten VfB-Umfeld? Ja, ich glaube, es tut dem VfB gut. Ich finde ja immer witzig, wenn er sagt, so fängt er meistens irgendwas hin, nuschelt noch. So ist er, da dachte ich, ja gut, das ist halt so eine Berliner Schnauze, wenn er anfängt zu reden anfängt. Und wenn man zurückgeht auf Mislintat, das war ja wirklich einer, der eine Rampensau, der ist danach in die Kurve, der hat dir die Welt erklärt, der hat perfekt irgendwie gesprochen, wenn du es so willst, vor den Kameras. Den hast du gern vor dem Mikro gehabt, weil er immer irgendwie eine Meinung kundgetan hat. Und er ist ja jetzt das komplette Gegenteil, der sich irgendwie zurückzieht, der sein Ding in Ruhe macht, aber wo man dann als Fan, glaube ich, froh ist,
dass der da sowas auf die Beine stellt. Und der macht das mit einer Bierruhe, kann man jetzt sagen. Klar, am Anfang war es, glaube ich, Diasch und Haraguchi. Das waren aber so, die waren von Labbadia. Die waren von Labbadia, aber mit einem Tor hat er sich die Ablöse schon wieder reingespielt. Genau, aber er war ja schon da, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wohlgemut, genau. Aber natürlich waren das nicht unbedingt seine Transfers. Und jetzt hat man mal gesehen, okay, wie du gerade gesagt hast, Simi, in Absprache mit Hoeneß, Stiller, ja, Undaf, gehe ich mal davon aus, da werden sie sich irgendwas gedacht haben, Nübel. Und vor allem, was ich, das ist wieder auf Hoeneß bezogen, aber dass halt auch Wagnermann, Stenzel, diese Männer einfach rechts hinten beide eigentlich super spielen. Und klar, das hat weniger mit Wohlgemut, sondern mehr mit Hoeneß zu tun. Aber ich finde, diese ruhige Art, mal nicht einen zu haben, der da unbedingt immer nach vorne strebt, ist auch nicht schlecht. Der Name Sven Mislintat hat es gefallen. Heißes Thema hier in Stuttgart, immer wieder so. Wie macht es überhaupt Sinn aus eurer Sicht? Ich stelle es mal bewusst offen rein, antwortet der sich berufen fühlt, so das aufzuteilen in zu sagen, das sind jetzt Mislintat-Spieler, das sind die Wohlgemut-Spieler und daraus setzt es sich zusammen. Wie würdet ihr das charakterisieren? Macht es überhaupt gar keinen Sinn, so zu denken vielleicht? Na, ich denke, man sieht, dass die Spieler, die es vermisst hat, geholt hat, durchaus Qualität haben. Der Trainer schafft jetzt, dass die Qualität auf dem Platz zu sehen ist. Also da geht ein Ito, ein Mio, der zum Beispiel unter Labbadia komplett links liegen gelassen wurde. Und jetzt sieht man, hey, der ist halt wahnsinnig gut. Das ist vielleicht der beste Fußballspieler, den der VfB in Jahren hatte. Und insofern ist bemerkenswert, dass es Hoeneß geschafft hat, aus einem Kader, den er nicht zusammengestellt hat, so viel rauszuholen und den zu kombinieren mit Spielern, die er noch wollte. Und ich finde, man muss jetzt nicht unterscheiden, also wer hat den Spieler geholt, aber ich finde es bemerkenswert, was da für eine tolle Kombination raus entstanden ist, auf jeden Fall. Mit Blick auf die Außendarstellung, wir haben es auch schon ein bisschen anklingen lassen, dieser scharfe Cut zwischen Wohlgemut und Mislintat, so, hat es das vielleicht gebraucht? Daniel? ja, vielleicht, wie Bolli gesagt hat, Mislintat einfach ein Frontmann, allein schon von seiner äußerlichen Erscheinung einer, der sich, glaube ich, ganz gern auch vor eine Kamera gestellt hat. Und Wohlgemut, wie ihr sagt, ein bisschen ruhiger, bedacht, ein bisschen platt, Berliner Schnauze, kommt aus Paderborn, wo vielleicht ja, ein Viertel der Medienlandschaft da ist. Einfach mit Blick auf diesen Verein VfB Stuttgart in der Außendarstellung eine gewisse ja, Ruhe, vielleicht sogar Zurückhaltung reinzubringen. So nach dem Motto, wir müssen uns nicht zu jedem Thema, was weiß ich, äußern. Wir müssen nicht alles direkt verteidigen, unseren Senf irgendwie groß dazugeben oder alles minutenlang erörtern, sondern ja, machen das ein bisschen ruhiger, bedachter auf unsere Art und inzwischen auch, was die öffentlichen Auftritte angeht von Wohlgemut. Allein letzte Woche da im Sportstudio, denke ich, da hat er souverän an der Torwand auch. Sehr souverän, dafür, dass er jetzt nie überhalb der vierten Liga gespielt hat. Ich glaube, da hat der VfB lange drauf gewartet, einen in der Öffentlichkeit sozusagen, der den Verein so ruhig und sympathisch nach außen vertritt. Dann lass uns mal wieder auf sein Kerngeschäft zu sprechen kommen. Stichwort Schlüsseltransfers. Ihr habt es auch jetzt in euren Statements immer mal wieder anklingen lassen. Gibt es den einen Schlüsseltransfer, Bolli, wo du sagst, das war das Puzzleteil? Du hast vorhin mal so Nübel schon anklingen lassen. Würdest du sagen, Nübel könnte dieses eine fehlende Puzzleteil gewesen sein? Ja, ich glaube, wenn man sich einige von euch werden ja da im Stadion sein, die Rufe vom ersten, zweiten Spieltag anhört schon, als es dann die Nübel-Nübel-Nübel-Rufe gab. Ja, mittlerweile gibt es sogar Nübel-Rufe für ein Breto-Spiel, das finde ich schon gut. Weil sie ihn wieder schnell im Tor haben wollen wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube, die Sicherheit von hinten raus ist ja bei einer Mannschaft wichtig. Und wenn du die halt ausstrahlst vom Torwart, von dieser Position aus, hilft das schon mal ganz viel den Vorderleuten. Da hat man ja hier, ich war ja im Kalaluna am 1.6. oder was das war, im Rückspiel HSV hast du ja auch schon gezittert dann, als dann nichts gegen ihn, aber Flo Müller im Tor stand, als dann schnell der HSV geführt hat. Ich glaube schon, dass es, weiß ich nicht, ob es der Schlüsseltransfer ist. Man könnte auch sagen, Guirassy ist der Schlüsseltransfer, dass er über den Winter gehalten werden konnte, aber es ist ja dann kein echter Transfer. Es ist glaube ich, so eine Melange aus allem. Und man muss ja auch dazu sagen, vier Vertragsverlängerungen erstmal zu schaffen von gestandenen Spielern, auch von einem jungen Mio bis 2028, auch wenn er eine Ausstiegsklausel vielleicht hat. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Aber ich glaube, diesen einen Schlüsseltransfer, vielleicht von hinten raus auf jeden Fall Nübel, ansonsten sind die anderen natürlich auch super. Also du hast die volle Auswahl.
Und gerade vielleicht mit Bezug auf Nübel fand ich auch einfach so ein Signal nach außen, weiß ich noch. Sie, wir waren beim Testspiel in Schwäbisch Hall, das allererste, und dann ging es darum, ja, der VfB sucht eine neue Nummer 1. Und dann kam so langsam auf, ja, Bayern-Torhüter vielleicht. So, aber wir sind der VfB, wir sind gerade fast abgestiegen, als würde vom FC Bayern irgendein Torwart zu uns kommen. Und das einfach zu signalisieren, dass es der Verein, in dem Fall ja auch Fabian Wohlgemuth, schafft, die Spieler davon zu überzeugen, zu einem Verein zu kommen, der 2 Jahre in Folge fast abgestiegen ist und ihm hier Chancen und Möglichkeiten, Entwicklungspotenzial quasi aufzuzeigen, sich für möglicherweise dann wieder noch größere Aufgaben hier in Schaufenster zu stellen. Butze, wie siehst du, wer ist für dich der Königstransfer? Kann man das überhaupt so benennen? Gibt es da mehrere? Ja, es gibt schon mehrere, aber für mich ist es auch ganz klar Alex Nübel, weil er wirklich wichtig ist für das Spiel, das Hoeneß spielen lassen will. Du brauchst einen spielstarken Torhüter, der diese Chipbälle hinten rausspielen kann, der das im Fuß hat, der Selbstvertrauen hat, das zu machen. Und ich finde, man hat jetzt gesehen, als Nübel verletzt war und Bretlo gespielt hat, der hat ja auch gut gehalten. Aber der Spielaufbau vom VfB war halt deutlich schlechter, weil Bretlo diese Qualität halt nicht hat. Und deswegen sage ich schon, dass Nübel der wichtigste Transfer war und natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass man es schafft, ihn irgendwie natürlich auch über die Saison hinaus zu halten, in welcher Konstellation auch immer. Daniel, willst du auch noch einen picken, Schlüsseltransfer? Ja, also bei Nübel gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde auch Angelo Stiller. Er hat auch Sebastian Hoeneß heute in der PK gesagt, auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Stiller ist jemand, der bisher so unter dem Radar fliegt, weil er gefühlt konstant in jedem Spiel gleich abliefert und teilweise fast ein bisschen unscheinbar spielt, und man merkt es dann immer nur dann, wenn er mal nicht spielt, oder? Ja, entweder das oder wenn er einen Pass zum Heiraten als Torvorlage quasi spielt, dann blitzt er so ein bisschen auf. Aber ich finde, Angelo Stiller ist zusammen mit Alexander Nübel sind die zwei Schlüsselfaktoren auch in diesem Hoeneß-Ball, sage ich mal, was den Spielaufbau betrifft. Und was vielleicht noch zu Stiller, der hat ja bei jedem Spiel eigentlich hat er eine Passquote von über 90%. Das ist eine absolute Passmaschine. Genau, und er hat, was mir von Anfang an bei dem aufgefallen ist, der kriegt den Ball, linker Fuß, zack, weiter, dreht sich, weiß genau, wo er hinspielen muss und spielt ja auch oft diese vorletzten Bälle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so auffällig sind, raus auf Ito gegen Freiburg, weiß ich noch, ja, und dann flankt er rein und Guirassy macht das Tor. Also das sind so, glaube ich, ich war mir am Anfang unsicher, ist der wirklich der Endo-Ersatz, der defensiv vielleicht schwierig, aber da ist er dann Karasor mehr aufgeblüht und er ist dann der Mann, der das nach vorne halt viel besser macht noch. Jetzt haben wir diese ganzen Faktoren, Trainer, Sportdirektor, Schlüsseltransfers. Es gibt jetzt dieses ganze Gemisch, das aktuell den VfB auf Rang 3 spielt. Butze, wie nimmst du die Stimmung gerade generell wahr? Also du bist ja viel unterwegs im Stadion, machst ja den VfB-eigenen Podcast VfB meets STR. Wie nimmst du die Stimmung rund um den VfB wahr? Nein, die Stimmung ist natürlich total herrlich, wobei ich jetzt auch festgestellt habe, wir erleiden so eine leichte Wohlstandsverwahrlosung. Ja? Also wir sind Dritter, der VfB gewinnt eigentlich ein Spiel nach dem anderen und dann sagen wir, naja, jetzt gegen Union Berlin, das war schon gut, aber waren halt ein bisschen wenig Torchancen vielleicht. Ne? Und ich merke schon, dass halt der Anspruch halt steigt und da möchte ich dann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich jeden Fußballtrainer der Welt zitieren, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Und also ich finde, die Stimmung war am Anfang der Saison tatsächlich besser, weil wir alle so unfassbar überrascht waren, wie gut der VfB spielt. Und jetzt nimmt man es ja fast schon als selbstverständlich hin. Also früher bin ich nicht ins Stadion gegangen, dachte, okay, der VfB gegen Union, da müssen wir eigentlich gewinnen. Da ist man hingegangen, hat gehofft, dass man irgendwie einen Punkt da behält. Und das Anspruchsdenken ist, wie gesagt, deutlich gestiegen, finde ich. Und Eventfans, natürlich sind auch viele Eventfans jetzt da, merkt man auch, also einer Kurve, es ist leider so. Nicht hier im Kalaluna natürlich. Nein, hier natürlich nicht, aber der Erfolg zieht auch Leute an, die nicht so häufig ins Fußballstadion gehen, was ja auch okay ist, aber sich in der Stimmung da teilweise niederschlägt. Bolli, du bist ja für das Format Dein VfB unterwegs, bist bei jedem Spieltag, glaube ich, fast dabei, bist bei Auswärtsspielen, Heimspielen, interviewst die Fans. Mhm. Wie nimmst du die Gemengelage wahr? Du kriegst ja einige auch so... Ja, also man muss sich ja manchmal retten vor denen, die dann, das hat natürlich auch mit dem Alkoholgehalt in dem Moment zu tun, aber nach all der Scheiße und so weiter, das wird dann natürlich oft gesungen. Aber es ist einfach eine gute Stimmung, ich bin froh um die kreativen Stimmen, ja, um einen, sag ich mal, Tranquilo, der sich dann da hinstellt und sagt, es gibt nur ein Gas, Vollgas, ja, das, und die Stimmung ist einfach gut und ich glaube trotzdem, dass bei vielen VfB-Fans die Leute... oder die Fans eben wissen, wo sie herkommen und nicht dieses abgehobene Schweben. Klar sagt mal einer, wir spielen in der Champions League nächstes Jahr gegen Real Madrid. Das ist ja auch völlig legitim. Das wird ja auch immer wieder betont, dass die Fans träumen können. Aber ich glaube, da gibt es ja auch viele, wie du gesagt hast, Butze, Event-Fans, viele Junge, die dann vielleicht auch
nur schlechte Zeiten mitgemacht haben, wenn sie jetzt irgendwie 18 sind, ja, gefühlt, dann ist es einfach, glaube ich, ein gesunder Blick auf die jetzige Situation, dass es einfach Dankbarkeit ist, vor allem, und nicht dieses, in 3 Jahren wäre dann aber mal schön, wenn wir dann irgendwie im Halbfinale der Champions League stehen oder so. Ja. Das ist schon realistisch, glaube ich, dass die Leute das einordnen. Was der Sebastian gesagt hat, ist auch ganz interessant. Ich beobachte das bei mir und bei meinen Kollegen teilweise. So, du guckst das Spiel gegen Union Berlin, die gewinnen 2-0 und du nimmst es so völlig routiniert zur Kenntnis. Und es ist so, ja, wenn sie es verloren hätten, wäre es fast schon so ein, wow, krass, der VfB verliert gegen Union. Also einfach nur mal das zu illustrieren, was für ein Prozess auch wir da durchlaufen haben, dass sich da alles so ein bisschen verschoben hat. Und jetzt stehen wir hier einfach Mitte März, 53 Punkte, Kurs Champions League, Wahnsinn. Daniel, wir haben noch 9 Spiele vor der Brust. Worauf kommt es da jetzt an für die Mannschaft, dass sie dieses unfassbare Niveau auch im Endspurt, kann man ja vielleicht noch nicht ganz sagen, aber mit der Ziellinie dann in Sichtweite, dass sie das auch halten können? Ja, ich glaube, jetzt kommen 2 entscheidende Wochen. Zum einen jetzt nochmal dieses Spiel am Samstag in Hoffenheim mit dem Blick, wie weit sind 4 Nationalspieler schon mit dem Kopf möglicherweise da? Schafft man es nach dieser gesamten Euphorie? Wir spielen so überragend, wir könnten die halbe deutsche Nationalmannschaft stellen. Jetzt aber Samstagabend Hoffenheim, wir brauchen die 3 Punkte, sonst wird es möglicherweise gar nichts mit nächster Saison Champions League. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, was Sebastian Hoeneß ja immer wieder betont, diesen Fokus dieses, und auch wenn es immer diese 3 Euro ins Phrasenschwein sind, dieses Spiel für Spiel schauen, weil es kommen schon noch krasse Aufgaben mit Dortmund auswärts, mit Leverkusen auswärts, mit einem Heimspiel gegen Bayern. Sag ich mal, da kannst du mal 3 Spiele Minimum auf jeden Fall mal noch verlieren, und so groß ist das Polster dann nach hinten nicht. Es geht einfach aus meiner Sicht darum, Fokus behalten, sich diesem bewusst machen, zu sagen, es ist keine Normalität, das, was wir abliefern. Um dieses weiterhin liefern zu können, müssen wir einfach voller Fokus das weiter durchziehen. Und, was glaube ich auch wichtig ist, es dürfte jetzt nicht mehr zu viele Ausfälle in der Abwehr geben, sonst wird es da hinten raus, glaube ich, noch ein bisschen eng. Ja, Bolli, wie ist deine Lage? Wie schätzt du es ein? Also ich meine, jetzt Hoffenheim, 18:30 Heimspiel. Ich schätze, 15.000 VFB-Fans werden da sein. Vor allem, ja. In der Plastikschüssel von Hoffenheim. Ja, endlich mal voll. Ja, muss alle in Rot. Du hast ja einen richtigen Rant rausgelassen gegen Hoffenheim, immer wieder in deinen VFB-Folgen. Hoffenheim, ja, große Liebe von dir, oder? Das ist freie Meinungsäußerung in unserem Format, sage ich mal. Da poche ich ja immer drauf. Auch wenn das bei manchem Chef vielleicht nicht immer so gut ankommt. Aber ich schaue mal, ob sie mich reinlassen am Samstag. Erstmal in Hoffenheim. Aber ich glaube, das war mit das unverdienteste Hinspiel, dieses 2-3, weil der VfB gefühlt 23 Torschüsse hatte, Hoffenheim 5 und machen halt irgendwie 3 Tore draus. Ich glaube, wichtig wird vor allem sein, insgesamt in den letzten Spielen diesen Spielstil weiter so durchzuziehen. Du kannst jetzt vielleicht nicht aus dem Vollen schöpfen, weil sich hinten wieder einer verletzt hat, aber wenn man sich zurückerinnert an Gladbach-Bochum, die ersten Spiele, wo man dann dachte, okay, geht jetzt vielleicht in der Rückrunde dann doch eher wieder bergab. Du hast den Guirassy wieder vorne, du hast Undav, die haben ja auch, trotz dass sie jetzt zur Nationalmannschaft dürfen, haben die ja Bock, sich weiter irgendwie ihre Form zu zeigen. Ja. Und Blut geleckt haben sie natürlich auch. Also. Genau, und ich glaube, wenn man sich jetzt die beiden, klar, Dortmund spielt jetzt vielleicht ein bisschen besser als in der Hinrunde, aber wenn man sich diese Spiele in Erinnerung ruft, wie sie die aus dem Stadion 2-mal in Folge geschossen haben, dann muss man sich von niemandem verstecken. Und ich glaube, Sebastian Hoeneß ist ganz wichtig, weil das ist so der Ruhepol quasi, der die Jungs am Boden hält und ihnen die Schärfe gibt, glaube ich, weiter dran zu bleiben. Wir wollen den Themenblock so langsam zum Ende bringen. Ihr müsst euch festlegen, Sebastian, was wird es am Ende? Halten wir den 3. Tabellenplatz? Rutschen wir noch ab auf 4? Geht es vielleicht auf die 5? Ich glaube, wir werden 4. Vierter und Champions League, glaube ich schon, weil ich glaube auch, dass die jetzt wirklich heiß drauf sind, sich zu belohnen. Du hast jetzt wirklich 25 Spieltage richtig gut gespielt, viel gewonnen und jetzt stehst du so kurz vor dem Ziel, wirklich was Großes zu schaffen, und ich glaube, das will Sebastian Hoeneß, das wollen die Spieler, deswegen hat er seinen Vertrag verlängert, deswegen verlängern andere Spieler, weil die wollen jetzt die Lorbeeren dafür, was sie diese Saison geleistet haben, nächste Saison einheimsen, und die wollen international spielen und nicht Europa League, sondern Champions League. Und wer überholt uns noch? Wie bitte? Wer überholt uns noch? Dortmund, Leipzig. Ja, ja. Daniel, dein Take?
Ich schließe mich da 1:1 an. Leipzig mit Blick auf die ausstehenden Spiele, das leichteste Restprogramm, keine Champions League mehr, voller Fokus auf die Bundesliga. Glaube ich, die werden jetzt da nochmal eine Serie starten und vorbeiziehen, aber VfB am Ende auch den 4. Platz dann gegenüber Dortmund verteidigen und mal wieder in die Champions League einziehen. Bolli, wie siehst du es? Dein Take? Champions League auf jeden Fall. Ich würde fast vielleicht sogar, kommt natürlich auf diese Top-Spiele drauf an, aber ich würde vielleicht fast sogar Platz 3 sagen, weil immer in letzter Zeit, wenn man eigentlich mit Leipzig gerechnet hat, haben sie dann doch irgendwie mal wieder ein schwächeres Spiel gezeigt. Und bei Dortmund, weiß ich nicht, da kann ich nur Edin Terzic zitieren. Was willst du? Was kannst du? Was kann ich erwarten? Ja, also nee, die kann ich nicht so ganz ernst nehmen. Die kann ich nicht so ganz ernst nehmen. Die stehen jetzt im Viertelfinale der Champions League. Schön und gut. Herzliche Glückwünsche. Aber ich glaube, da ist dann auch noch nebenher so einiges im Argen. Und deswegen glaube ich nicht an Dortmund. Wenn, dann eher an Leipzig. Aber ich glaube Champions League auf jeden Fall. Danke, dass du meinen üblichen BVB-Rant mir abnimmst. Liebe Grüße an meinen Bruder, der gestern im Stadion war und glückselig den Einzug ins Viertelfinale gefeiert hat. Das sei mir auch gegönnt. Natürlich. Danny, was tippst du? Ich wäre bei Butzi und Daniel bei Platz 4, auch mit Blick vor allem, weil ich glaube, dass die Leipziger jetzt, die haben einfach so viel Qualität und dieser reine Fokus, klar, den hat der VfB auch nur, aber ich glaube, dass bei Leipzig dann auch mit Blick aufs Restprogramm sich das durchsetzt und Simi, jetzt musst du auch noch kurz sagen, was du denkst. Ja, ist ja langweilig. Ich würde auch eigentlich 4 sagen, aber es haben alle schon gesagt, wenn ich jetzt dann sag doch 2 Europa League, werde ich ausgebuht, oder? 1? 2. 80 Punkte sind noch drin. Ja, da ist vielleicht die Meisterschaft drin, oder noch? Würde ich auch sagen, ja. Ja. Nein, ich tippe eine steile These. Steile These. Steilen Thesen, das macht normal immer der Simi hier, aber wir leiten über. Wir gehen jetzt einmal davon aus, Gedankenspiel mit euch, mit allen hier. VfB wird nächstes Jahr international spielen. Wir gehen mal auch schwer davon aus, dass es die Champions League sein wird. Stichwort Champions League-Falle. Simi, es gibt warnende Beispiele. Du übernimmst. Ja, ich glaube, ein warnendes Beispiel spielt hier gerade. Es läuft hier auch auf dem TV. Freiburg, die spielen gerade gegen West Ham, Achtelfinale Europa League. Die haben mal Europa gespielt und sind in der gleichen Saison abgestiegen. Union Berlin, ein warnendes Beispiel, das aktuell unten rumkrebst und dann eben nichts daraus gezogen hat, Champions League zu spielen. Deswegen wollen wir jetzt hier in der Runde mal diskutieren, ist es eine Chance, ist es ein Risiko für den VfB Stuttgart, in die Europa League zu kommen? Manche sagen, es wäre eher der Vorteil für die Europa League, weil es nicht der große Sprung ist. Es gibt manche, die sagen, ey, das Geld musst du mitnehmen, die Chance musst du nutzen. Bolli, wie siehst du, ist es mehr Chance, ist es mehr Risiko? Ja, es ist auf jeden Fall mehr Chance, glaube ich, international zu spielen, sich mal wieder auf der Bühne zu zeigen. Es wird auf jeden Fall schwerer werden nächste Saison, das ist, glaube ich, klar. Ja, ich habe mit einem Fan gesprochen, der meinte dann, scheißegal, Hauptsache ein Jahr Champions League, das wäre sein Wunsch. Ich glaube aber, was man jetzt Union und beispielsweise den VfB nicht vergleichen kann, ist einfach, dass Union einen destruktiven Spielstil hatte, über die ganzen Jahre oft 1:0 gewonnen hat. Der VfB spielt attraktiven Fußball und wenn du dann im Sommer Leute dazu holst, gehe ich jetzt mal davon aus oder vertraue Wohlgemuth und Hoeneß, dass sie da die richtigen Leute holen. Union hat dann irgendwelche Leute geholt, die Urs Fischer gar nicht in seinen Spielstil irgendwie einbauen konnte. Das kommt dazu. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, beim VfB ist jetzt wieder irgendwie ein bisschen Geld da, gibt es wieder irgendwelche Leute, die da gerne mitreden, mitbestimmen. Also da gilt es, glaube ich, manchmal die Scheuklappen aufzustellen und dann sich nicht irgendwie reinreden zu lassen. Weil da gibt es natürlich wieder ganz viele wichtige Leute, die ganz, ganz viel zu sagen haben und meinen, das ist jetzt der beste Move für den VfB. Butze, ich meine, der Vorteil ist ja, es gibt eine CL-Reform ab der nächsten Saison, die Champions League wird reformiert, das bedeutet, es gibt in der Gruppenphase, die gibt es ja nicht mehr, es ist eine Liga mit 36 Mannschaften, da hat jede Mannschaft 8 Spiele, 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele, in der jetzigen Saison waren es nur 6 Vorrundenspiele, in Anführungszeichen. Ist das ein Vorteil, weil du halt 8 geile Teams kriegst, das sind 8 unterschiedliche Teams, oder ist es ein Nachteil, weil du 2 mehr Spiele hast, Belastungssteuerung, größerer Kader, größeres Gehaltsgefüge? Erstmal sehe ich es dann tatsächlich ganz untypisch mal von der monetären Seite. Also ich glaube, jeder Champions League Starter bekommt 19 Millionen Euro, also bevor überhaupt der Ball rollt. Und dann hast du halt 4 Heimspiele und die Zuschauereinnahmen, das ist halt einfach eine Menge Holz. Also und das ist schon mal gut. Und die Gegnerkader, ja, schwierig. Also der VfB weiß, was die Champions League Fall ist, ist schon lange her, aber wir waren da auch schon mal drin. Und ich hoffe mal, dass man dann wirklich mit Augenmaß rangeht. Und wie gesagt, bei 4 Heimspielen könnte ich damit leben, wenn man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf die Liga und Champions League ist wirklich
vermutlich dann Bonus. Und wenn man dann halt nach diesen 4 Spielen oder nach den 8 Spielen halt dann, wenn es dann nicht weitergeht, dann ist es halt so. Klar willst du dich nicht irgendwie jedes Mal da aus dem Stadion schießen lassen, aber ich finde, man muss dann den Kader und Gehaltsgefüge wirklich nachjustieren, aber wirklich sehr, sehr vorsichtig und vor allen Dingen gucken, dass man die Liga hält erstmal, weil dass wir so weit oben sind, ist keine Selbstverständlichkeit und dass wir in der nächsten Saison so weit oben sind, ist auch noch nicht gesagt. Also da muss man dann schon gucken. Aber wie gesagt, 4 Heimspieler, die Einnahmen dafür sind schon mal richtig großartig. Daniel, du bist ja immer dabei, bei jedem Spiel, heim und auswärts. Ich erinnere mich an ein Fabian Wohlgemuth-Zitat, der gesagt hat, boah, wir haben jetzt schon auch richtig, richtig viel Geld ausgegeben für den Stadionneubau. Das ist jetzt natürlich auch finanziell dann ein Risiko, das die Schwaben eingehen. Deswegen wäre natürlich auch die Champions League mega, mega wichtig. Auch für dich große Chance? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn du als VfB Stuttgart nach fast 15 Jahren mal wieder die Chance hast, Champions League zu spielen, dann musst du es irgendwie versuchen zu erreichen und umzusetzen. Weil am Ende, finde ich, ist es egal, ob du dann Champions League oder Europa League spielst, du musst deinen Kader sowieso auf Dreifachbelastung hochrüsten. Klar ist bei der Champions League qualitativ vielleicht dann nochmal ein Unterschied, aber es ist natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, Spieler vielleicht zu locken oder auch zu halten. So Leute, die jetzt ihren Vertrag verlängert haben und wahrscheinlich diverse Ausstiegsklauseln drin haben, bleiben bei einer Champions League eher als bei einer Europa League. Und von dem her finde ich, ist es vielleicht eine einmalige Chance für den VfB, die er auf jeden Fall ergreifen sollte. Daniel, lass mich da mal nachhaken. Thema Spieler, die schon verlängert haben, die du jetzt auch so ein bisschen gelockt hast vielleicht mit der Aussicht auf Champions League. Wir sprechen von Führich, wir sprechen von Anton, wir sprechen von Mio. Führich und Anton, wir haben es vorhin gelernt oder diskutiert, stehen jetzt im Kader für die Nationalmannschaft, könnten eine Europameisterschaft spielen. Damit stehen sie auch im Schaufenster. Stichwort Ausstiegsklausel ist schon gefallen. Siehst du da eine große Sorge, dass sich gerade mit Blick auf diese Leistungsträger auch im Sommer dann doch noch was tun könnte, obwohl sie ja langfristige Verträge unterschrieben haben? Also grundsätzlich besteht das Risiko im Fußball heutzutage ja immer, weil du nie weißt, welcher Engländer mit was für Scheinen oder Schecks da winkt. Und wenn dann Chris Führich mit, wie alt ist er jetzt, 25, 26, da dann nochmal seinen dicken Vertrag irgendwie bekommen kann für 4, 5 Jahre und das Doppelte verdient als hier in Stuttgart, ist es natürlich immer drin. Aber ich glaube, so wie ich die Spieler jetzt einschätze, allen voran natürlich Waldemar Anton, oder kommen wir ja auch noch zu, auf die Leihspieler und Dennis Undaff, dass wenn die diese Option sehen, mit dem Großteil dieser Mannschaft nächste Saison in Stuttgart Champions League zu spielen, glaube ich, sind da alle Abgangsgedanken erstmal in der zweiten Reihe. Sehe ich bei Mio ähnlich. Die größte Gefahr sehe ich tatsächlich bei Führich, wenn er weiter seine Form so hält, eine Top-EM spielt. Gab ja diese Woche, glaube ich, auch Gerüchte, Bayern wäre interessiert und so weiter. Genau, wenn da dann gewisse Fenster auch durch Transferbewegungen, Simi ist ja ein ganz großer Freund vom Deadline Day, was da noch so alles Verrücktes dann passieren kann. Gut, dass der Dennis nicht da ist, habe ich gerade gedacht. Ja, der könnte da vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick geben. Nee, also bei ihm sehe ich so vielleicht das größte Risiko, weil er sich für sich auch so wahrscheinlich die Entwicklung sieht. Wenn, dann kriegt er jetzt nochmal einen richtig, richtig fetten Vertrag oder eine Chance nochmal bei einem größeren Verein zu spielen. Aber bei allen anderen, glaube ich, die sind auch in Waldemar Anton inzwischen hier so verwurzelt. Wenn der hier Champions League spielt, hat er im Sommer keinen Grund, hier wegzugehen. Aber Stichwort fette Verträge. Bolli, wir müssen dann doch auch noch ein bisschen über ein Risiko sprechen, nämlich das ist diese Kaderaufblähung. Siehst du es als Risiko, dass mit dem Kader, den der VfB aktuell hat, kannst du eigentlich gar nicht dauerhaft diese englischen Wochen bestreiten? Ja, das mag sein. Also wenn man jetzt die Verletzungen anschaut, die es ja immer gibt, die es in jeder Saison gibt. Natürlich musst du nachrüsten im Sommer in irgendeiner Form. Natürlich musst du schauen, was mit Guirassy passiert. Ja, ich würde mir für den VfB wünschen, dass er bleibt, weil er Stamm spielen wird. Aber ich glaube, dass du in der Breite jetzt nicht auf jeder Position top aufgestellt bist. Musst jetzt gucken, was passiert mit einem Leveling, mit einem Dahu, der jetzt kam. Da hast du, finde ich, gut nachgelegt jetzt schon. Aber ich finde, du brauchst schon auch, es waren jetzt viele Leihspieler, schon fixe Verpflichtungen im Sommer auf 1, 2 Schlüsselpositionen. Im Zweifel auch, wenn Nübel beispielsweise zu teuer ist, dass du da halt echt nochmal Ausschau hältst und irgendwie nachlegst und jetzt nicht auf das Supertalent Simon nur setzt in der nächsten Saison, sondern du musst in irgendeiner Form nochmal auf gewissen Positionen, glaube ich, nachlegen und aufblähen. Und Butze, das ist doch eigentlich genau diese Champions-League-Falle. Du hast dann oder du nimmst neue Spieler unter Vertrag, die kosten dich sehr, sehr viel Geld.
Du hast ein Jahr die Champions League, danach spielst du nicht mal mehr international, du musst aber immer noch die Verträge zahlen. Das ist doch das größte Risiko, oder? Ja, das ist schon ein Risiko und vor allen Dingen auch eine Riesenherausforderung dann für Fabian Wohlgemuth, für Alex Werle, der immer noch Sportvorstand ist, obwohl er es nicht machen möchte. Aber ja, also da müssen die dann halt einen Mittelweg finden und man muss ja auch sagen, der Kader hat ja auch so ein paar Positionen, die sind wirklich neuralgisch. Ja? Also Stela Karasor, da haben wir das Glück gehabt, dass sich keiner von beiden längerfristig verletzt hat. Aber wenn sich da einer mal für Wochen, Monate verletzt hätte, hätte der VfB auf der Position auch jetzt schon ein Problem gehabt ohne Champions League. Also insofern hast du eh Positionen, wo du meiner Meinung nach nachsteuern musst. Und natürlich musst du das dann, wenn du Champions League spielen willst, auf einem höheren Niveau machen. Da kannst du nicht sagen, okay, ich habe einen Jugendspieler, der könnte das vielleicht machen. Da wirst du Geld investieren müssen. Und wir haben jetzt bei Union Berlin gesehen, wie man das vielleicht nicht unbedingt machen sollte, weil du die Kaderstruktur nicht kaputt machen solltest. Es ist eine große Herausforderung. Da kann dann Fabian Wohlgemuth zeigen, was er drauf hat. Ja, er hat schon gezeigt, was er drauf hat, indem er einige Leihspieler an Land gezogen hat, die richtig explodiert sind. Vor allem natürlich Alexander Nübel und Dennis Undaff. Ich habe es gerade schon angesprochen. Das wird natürlich auch schwierig, die erstmal zu halten aus finanzieller Sicht. Ich meine, es gibt ja die Gerüchte, ich halte davon auch nichts. Danny, du sagst ja immer, Ausstiegsklauseln ist völlig egal. Wenn einer gehen will, geht er sowieso. Wenn einer gekauft wird, wird er gekauft. Aber bei Dennis Undaff ist ja auch die Frage, kann der VfB den sich überhaupt leisten? Kann der überhaupt gehalten werden, selbst wenn es in die Champions League geht? Und das sind zwei dicke, dicke Pfeiler, Nübel und Undaff. Bolli, das wäre doch echt bitter, wenn die weggehen würden, wenn man sie nicht halten könnte, weil du kriegst keinen Ersatz. Ja, das auf jeden Fall. Also ist ja immer, hängt ja an so vielen Faktoren, glaube ich, hängt dieses Ganze, in welchen Wettbewerb ziehst du jetzt ein? Wen gäbe es als Alternative beispielsweise für Nübel? Natürlich wäre das irgendwie so erstmal so ein Rückschlag, glaube ich. Gerade auch Dennis Undaff wäre, glaube ich, der von der Persönlichkeit und von seinem Wesen her, den die meisten VfB-Fans wahrscheinlich beim VfB gerne fest verpflichtet sehen würden. Macht er mit euch jetzt Mario Kart Party? Ist es geplant? Ich habe nichts gehört. Ich habe bisher nichts gehört. Ich muss mal wieder am Feuersee vorbei und mir dann doch mal die Handynummer besorgen vom Dönermann. Geht nur über direkte Anfrage, auch wenn es dann wieder einen Rüffel gibt von der Presseabteilung, aber anders geht's nicht. Aber nee, Rüffel von der Presseabteilung sind in Wahrheit Ritterschläge, sagt ja unser Chefredakteur Herr Nipkau da hinten eigentlich immer. Ja. Am schlimmsten wird es, wenn der Anwalt angedroht wird. Dann so weit war ich noch nicht, in deiner Lage war ich noch nicht. Bislang nur mir passiert. Ja, okay. Ja. Nee, also ich glaube, Undaff irgendwie gefühlt ein Pflichtkauf, aber hängt natürlich an so vielen Faktoren. Auf der anderen Seite dachte jeder wahrscheinlich auch am Anfang, Dennis Undaff, okay, der hat ja ganz, ganz gut getroffen. Den hat er auch aus dem Hut gezaubert, ja, oder haben sie aus dem Hut gezaubert. Und vielleicht Fabian Wohlgemuth ist ja da auch so der Pragmatiker und sagt, ja gut, wenn der halt geht, dann holen wir halt einen anderen. So, also deswegen haben wir vorhin, glaube ich, über diesen Pragmatismus und diese trockene Berliner Schnauze gesprochen, die sich ja auch in seiner Einstellung zu diesem Business widerspiegelt, dass er halt ganz knallhart sagt, ja gut, wenn der geht, wir finden schon einen anderen, der Tore schießen kann. Was natürlich schwierig wird, ist jemanden ersetzen zu müssen vom Kaliber eines Serhou Guirassy. Deswegen, Daniel, es ist das Dauerthema, es ist die Argumentation des Clubs und die ist ja absolut überzeugend, weil sie offensichtlich gezogen hat, zu sagen, hey, der hat hier Family, der fühlt sich wohl, der ist hier der König von Cannstatt, irgendwo anders wäre er wohl nur der Kronprinz. Wenn du es in Chancen, in Prozenten beziffern müsstest, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn sehen und welche Rolle spielt da auch die Champions League dabei? Oder ganz platt gefragt, wenn der VfB es noch irgendwie verdattelt, dann sehen wir Guirassy, denke ich, safe nicht nächstes Jahr hier. Also ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür, dass Serhou Guirassy hier bleibt, ist die Champions League-Qualifikation. Wenn diese gelingt, liegen die Chancen aus meiner Sicht Minimum bei 70-30 bleiben, weil wenn er es wirklich so gewollt hätte, diesen Abgang, diesen großen Vertrag nach England, dann wäre es letztes Jahr im Sommer oder spätestens jetzt im Winter passiert. Klar, lief dann ein bisschen blöd mit dem Afrika-Cup und seiner Verletzung, aber irgendein Engländer wäre da gewesen und holt die 20 Millionen hinten aus der Hosentasche raus und sagt, komm her, Junge. Das ist Portokasse, oder, in England? Für die ist es absolut Portokasse, aber ich glaube, Serhou Guirassy merkt man, finde ich, auch in seinem Auftreten, auch im Jubel, auch in der Interaktion mit den Fans während den Spielen und so, weiß schon sehr genau, was er hier hat und wie er hier gesehen wird und welche Rolle er einnimmt, sowohl für die Fans als aber auch in der Mannschaft, dass er da einfach ein Führungsspieler ist. Und wenn sich der VfB für die Champions League qualifiziert, ist für ihn klar, er ist hier Stürmer Nummer 1 bei einem Champions League-Verein. Und das, was will er eigentlich mehr? Was will er mehr? Und
wenn dann die Champions League Kohle da ist, dann kann Fabian Wohlgemuth vielleicht auch nochmal am Vertrag ein bisschen was tüfteln und beim Gehalt nochmal zumindest die Zahl vorne vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht eine Null dran, aber vorne ein bisschen höher gehen oder nach dem Komma nochmal höher gehen. Also wenn die Champions League, ist vielleicht zu optimistisch aus meiner Sicht, werden ja auch oft, ja, sind halb Fanradio 2.0 hier mit 107.7 sehen sowieso vieles bisschen positiver als aus journalistischer Sicht eigentlich gewünscht oder gedacht. Aber ich finde, mit der Champions League Qualifikation hat der VfB sehr große Chancen, den Kader zu sehr großen Teilen so zusammenzuhalten. Butze, wie ist dein Take? Serhou Guirassy, sehen wir den im Sommer oder im Winter noch stürmen für den VfB Stuttgart? Also ich sehe es auch so, nur wenn sich der VfB für die Champions League qualifiziert, gibt es, glaube ich, eine Chance, dass er bleibt. Wobei ich jetzt wirklich auch überhaupt kein Geld drauf setzen würde, dass der VfB mit Dennis Undav und Guirassy in die kommende Saison geht. Also ich glaube, einer von beiden wird auf jeden Fall gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob der VfB dann die Kohle hätte, beide überhaupt zu halten, beziehungsweise Dennis Undav zu verpflichten. Aber ja, ich sehe es schon wie Daniel auch. Also er scheint sich hier wirklich sehr wohl zu fühlen und er wäre dann wirklich Stürmer Nummer 1 bei einer Mannschaft, die Champions League spielt und hätte mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie mit 21 Treffern, die er jetzt schon auf dem Konto hat. Insofern, ich halte es nicht für unmöglich, dass er bleibt, aber ich bin nicht bei 70-30, ich bin eher so bei 40-60 oder so. Dann binde ich euch da draußen nochmal ein, die zuschauen, die zuhören. Bolli, du bist gleich dran. Was Semi abzugrätschen ist gar nicht so einfach, Bolli. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Nee, ey, du grätschst mich so oft im Podcast ab, jetzt tu nicht so. Ich bin jetzt, lass mich erstmal die Leute da draußen einbinden. Ey, ich bin echt euer Freund hier, Danny ist gegen euch. Was sagt ihr? 70-30 Guirassy bleibt, wenn der VfB die Champions League schafft. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was euer Take ist. Und Bolli, jetzt kommst du dran. Ich wollte eigentlich nur sagen, ist ja doch ein Hauch von Dennis Beier und Pletti Goal hier mit 70-30, ja, 40-60, ja, Deal off und so. Also Deal done. Deal done. Wir wollten also eigentlich auch gelbe Krawatten für euch, aber ja, war im Budget nicht mehr drin. Nur in Pink noch jetzt, nach dem DFB-Trikot, bitte. Ja. Sebastian, lass mich mal noch über den Faktor, du musst jetzt heute hier so ein bisschen die Fan-Perspektive wiedergeben. Ja, ich kann auch keine andere. Also du kannst auch keine andere, aber die kannst du richtig gut. Es geht ja, glaube ich, auch für die Fans, wir haben es vorhin schon mal thematisiert, Stichwort Event-Fans, so, du musst ja, glaube ich, sollte es mit der Champions League klappen, wir sprechen immer im Konjunktiv, klar, eine gesunde Mischung finden aus Demut, aber auch einem gesunden Selbstvertrauen. Was glaubst du, wie ist das möglich, was kann man da machen? Ich weiß gar nicht, also es wird sich, glaube ich, von alleine einstellen. Also erstmal, wenn der VfB sich für die Champions League qualifizieren sollte, dann gibt es, glaube ich, keine Demut, sondern gibt es erstmal komplette Euphorie. Ja? Und dann reist man halt nach Europa, das macht man auch, wenn es nicht die Champions League wird. Also ich glaube, die Fans freuen sich halt einfach wahnsinnig drauf, mal auswärts zu fahren und das nicht innerhalb Deutschlands, sondern innerhalb Europas, weil es ist halt so unfassbar lange her. Und ich glaube, das letzte Mal, als der VfB dann international gespielt hat, da waren das Spiele zu Hause. Ich war dabei mal gegen Getafe, da waren 17.000 da, ja, also das ist ja gar nicht mehr vorstellbar und mittlerweile können sie wahrscheinlich 170.000 Karten verkaufen, wenn der VfB international spielt und ich freue mich da einfach drauf, dass das passieren wird, also weil mit so viel Punkten Vorsprung wird es passieren, in welchem Wettbewerb werden wir dann sehen und mich freut es vor allen Dingen auch wirklich, wie Bolli schon sagte, für jüngere Fans, die das noch nie erlebt haben, ja, also es gibt ja junge Fans, die haben immer nur die schlechten Zeiten erlebt, zweite Liga oder halt Abstiegskampf und dass die es dann auch mal erleben dürfen, was wir Alten schon mal mitbekommen haben. Wir werden nachher sicherlich am Tresen mal mit dem Matthias besprechen können, was hier bei den letzten Champions-League-Spielen los waren, als die hier auf der Leinwand liefen. Da ging es bestimmt ordentlich ab. Bolli, auch mit Blick auf eine Perspektive für diesen Club als großes Ganzes. Ich finde, der VfB entdeckt gerade wieder so ein bisschen seine alte Stärke, seine Wucht. So nach dem Motto, was geht eigentlich hier an diesem Standort, wenn wir einen vernünftigen Plan haben, vernünftige Leute haben, die den umsetzen, dann merkst du auf einmal auch, was da entstehen kann. Jetzt ist nur die Frage, Philipp Lahm hat es gestern, glaube ich, auf der PK im Rathaus gesagt, ja, wir gehören da ja auch hin. Wie schafft es denn ein Club, sich da wieder mittelfristig, vielleicht auch langfristig da oben zu etablieren? War ja immer der Wunschtraum vom Wolfgang Dietrich, dass wir da die Top 3 sind. Ja, also ich zitiere mal, ich meine, Christian Streich war das, der, glaube, vorletzte Saison gesagt hat, wenn der VfB ruhig bleibt, dann schaffen sie es, dann bleiben sie in der Liga und dann haben sie es auch geschafft. Gut, danach hat es dann trotzdem nochmal richtig gerumpelt und dann hat man gesehen, was dann wieder passiert. Ich glaube, das Potenzial ist einfach da mit diesen Leuten, dass man da auch mal vielleicht natürlich keine Streich- oder Frank-Schmidt-Ära prägen kann, aber dass man mal so eine Ära prägen kann, selbst wenn es mal wieder mittelmäßig läuft, dass man einfach ruhig bleibt und an diesen Leuten, zumindest an der Spitze, was das Sportliche anbelangt, die jetzt da stehen, mal festhält.
und einfach diesen Spielstil auch im Idealfall, kommt natürlich darauf an, wer da kommt, aber ich denke mal, Hoeneß wird jetzt nicht sein Spielsystem komplett umstellen. Und dann ist das Potenzial, glaube ich, da, dass halt Philipp Lahm sagt, da gehören wir auch hin, ist fast schon wieder so ein Satz, den ich irgendwie gefährlich finde, ja, weil das ist dann schon wieder so ein Selbstverständnis. Das wird jetzt Hoeneß nicht über die Lippen laufen, natürlich. Aber ich glaube, ja, man sieht an Clubs, die Kontinuität haben, die irgendwie weiter dran festhalten, dass sie dann auch Leistung bringen auf Dauer. Und selbst wenn es da mal mittelmäßig läuft, ja, ich nehme jetzt Freiburg als Beispiel, klar, sind in die zweite Liga, das wünscht man sich jetzt natürlich dann hier nicht, aber ja, beim VfB waren so viele Trainerwechsel in den letzten Jahren, das hat ja mit dazu beigetragen, dass es dann halt Chaos war. Daniel, du warst ja auch auf der PK, auch als Sebastian Hoeneß verlängert hat, du hast die PM auch gelesen, da wurde er zitiert und hat gesagt, sie wollen es schaffen, den VfB wieder im oberen Tabellendrittel zu platzieren. Glaubst du, das kann gelingen jetzt in der Zukunft? Ich finde, es kann gelingen, vor allem weil, was Bolli sagt, zum einen dieses ja, Ruhe reinkriegen, vielleicht ein bisschen im Umfeld, Konstanz auf den Entscheidungspositionen, aber auch eine gewisse Konstanz in die Mannschaft mal reinzukriegen, dass du einen Topspieler hast, der nach einer guten Saison dir weggekauft wird, kannst du nicht verhindern. Aber dass du über 2, 3, 4 Jahre es schaffst, dir eine Achse zu bauen, zu implementieren auf diesen Schlüsselpositionen, wo du sagst, die spielen sich über Jahre ein, da entsteht so ein blindes Verständnis, dass dieser Fußball auf Schienen, sage ich mal, weiter möglich ist. Und dann hast du immer deine Wechsel außenrum, dass mal einer weggekauft wird, dass mal einer nicht so funktioniert, aber dass du so 3, 4, 5 Schlüsselpositionen hast, wo du weißt, das sind die Spieler, die Hoeneß für seinen Fußball braucht. Er selber hat Bock, hier über 2, 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht was zu entwickeln, noch weiter aufzubauen und dann sich da seine Mannschaft ja, über die Jahre mit zu etablieren, mit aufzubauen. Butze, wie siehst du es? Du hast andere Zeiten erlebt, hast gerade angesprochen, hast alles Mögliche erlebt, Abstiege, Aufstiege, Champions League, was auch immer, deutsche Meisterschaften. Glaubst du, ich meine, der Standort Stuttgart ist ja Gold wert. Glaubst du, da kann sich jetzt langfristig wieder was aufbauen, wo wir dann vielleicht nicht nur nächstes Jahr Champions League sehen, sondern vielleicht die nächsten Jahre internationalen Fußball? Also mir wird es tatsächlich schon reichen, wenn der VfB mal über Jahre nicht in Abstiegsgefahr gerät und dann nehme ich die Champions League gerne noch mit. Das ist die richtige Einstellung. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Nee, aber man merkt natürlich, kann sich hier was entwickeln. Das Stadion, die Fans, das hat eine unfassbare Wucht. Das ist der größte Verein Baden-Württembergs, 90.000 Mitglieder. Natürlich sind die Voraussetzungen alle da, aber im Endeffekt müssen dann die Leute, die am Ruder sind, natürlich auch das umsetzen und Ruhe reinbringen, Kontinuität reinbringen, weil es gibt andere Mannschaften, die steigen zwar nicht ab, aber guck dir Gladbach an, die sind seit gefühlt 6 Jahren im Umbruch, ja, und die haben die gleichen Voraussetzungen fast, ne, und da klappt es aktuell auch nicht und das kann einen relativ schnell ereilen und deswegen muss man nur hoffen, ja, dass man halt ein Grundgerüst im Kader über lange, möglichst lange Zeit beibehält, dass der Trainer möglichst lange da ist und wenn der Trainer mal nicht mehr da ist, weil er dann vielleicht weggeht, woanders hingeht, jemand kommt, der ähnlich arbeitet und dass man nicht dann einen Trainer holt, der genau das Gegenteil machen möchte, weil das wird dann wahrscheinlich nicht funktionieren. Insofern, ja, das Potenzial ist natürlich da, aber das Potenzial ist ja schon die letzten 50 Jahre da. Es müssen halt Leute hin, die das halt dann auch umsetzen können und Spieler natürlich, die es umsetzen können. Ja, Danny, viel Potenzial beim VfB Stuttgart, das droht kaputt zu gehen. Fragezeichen, schauen wir den Themenblock abschließen und weitergehen? Ja, Stichwort Ruhe, Stichwort Kontinuität und so weiter, das ist ja eigentlich die Überleitung, die ja vor der ich Angst hatte, weil wir hätten uns hier so einen schönen Abend machen können und hätten alle unstrittigen Themen ein bisschen ausklammern können. Aber ja, ihr habt uns gelockt mit dem Champions League-Quiz und jetzt reden wir über den Aufsichtsrat. Ja. Das müssen wir auf unsere Kappe nehmen, aber wir kommen einfach nicht drum herum. Leute, wir müssen die schöne Champions-League-Welt so ein bisschen verlassen und dann auch diskutieren, was das vielleicht für Auswirkungen haben könnte. Also wir sprechen jetzt über den großen Knall sozusagen im Aufsichtsrat. Ihr habt es alle mitbekommen, denke ich. Klaus Vogt, der gewählte e.V.-Präsident, war bislang immer der Aufsichtsratsvorsitzende. Am Dienstagnachmittag wurde er abgesetzt, abgewählt, entmachtet. Sucht es euch aus, was ihr für ein Wort haben wollte. Heute Morgen kam seine Replik auf eine Pressemitteilung, in der er am Dienstag nicht mal zu Wort kam. Tanja Gönner ist jetzt die neue Aufsichtsratsvorsitzende. Daniel, ordne uns doch die Lage vielleicht mal kurz und knapp in 1,5 Minuten ein. Du bist ein Radiomann, du musst es gut hinkriegen. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, damit wir alle auf einem Stand sind, warum kam es jetzt letztlich zu diesem Knall und was hat Porsche damit zu tun? Ja, erstmal vielen Dank. Ist noch schwieriger als die Tennisballproteste in 20 Sekunden zusammenzufassen. Wenn es einer kann, dann du.
Ich bemühe mich. Also Grund oder... Habt ihr alle was zu trinken? Ja. Ich steig mal letztes Jahr erst ein, glaube ich. Sonst wird's oder 2017 mit der 2017? Ausgliederung? Nein. Ja. Wir gehen also, dann schon mal an die Bar. Ja. Viel Spaß euch. Nein, also Grundstart natürlich grundsätzlich erstmal 2017, die Ausgliederung der VfB Stuttgart e.V. eingetragener Verein gliedert seine Profifußballabteilung aus in eine AG, um den Einstieg von Investoren zu ermöglichen. Damals geht Daimler rein, zahlt eine Drosche, zwei Droschen, keine Ahnung, auf jeden Fall haut die Millionen da rein, die die Herren Dietrich und Reschke dann schön verpulvert haben oder wo auch immer sie gelandet sind. Stichwort, so macht man es nicht. Fabian Wohlgemuth, falls du zuhörst. Genau, und dann kam quasi die nächste Stufe sozusagen letztes Jahr. Groß gefeiert von Alex Wehrle, Klaus Vogt. Weltmarkenbündnis, obwohl Mercedes als Konkurrent drin ist, steigt Porsche als zusätzlicher inzwischen dritter Investor, weil Jaco mit 1% auch noch drin ist, mit als Investor in die AG ein, hat dadurch Anspruch auf einen Platz im Aufsichtsrat der AG, beziehungsweise auf zwei, was jetzt vor drei, vier Wochen vollzogen wurde. Genau. Unter anderem mit Herrn Meschke als Vizechef von Porsche, der seine entsprechenden Vorstellungen davon hat, wie man eine AG, ein Wirtschaftsunternehmen, was ein Profifußballclub ja in gewisser Weise ist, zu führen hat und hat, bevor er selbst jemals in einer VfB-Aufsichtsratssitzung war, meinte schon erkannt zu haben, dass Klaus Vogt als Präsident, in dessen Funktion er gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender der AG ist, nicht in der Lage ist, diesen Aufsichtsrat gut und sinnvoll zu führen. Porsche ist da rein. Unter der Prämisse, wir steigen ein, wenn Klaus Vogt bereit ist, diesen Aufsichtsratsvorsitz abzugeben, was Klaus Vogt wohl getan hat oder geäußert so, hat. So, und da merken wir schon, es wird jetzt heikel, weil genau an so einem Punkt scheiden sich ja die Geister. Ich danke dir schon mal bis dahin, Daniel, große Klasse, aber wir sprechen hier jetzt über so diese, zum einen um dieses grundsätzliche Versprechen, das den Mitgliedern im Zuge der Ausgliederung gegeben wurde. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch hier im Cala Luna bei irgendeinem dunkelroten Tisch wurde allen Mitgliedern versprochen, der e.V. hat Einfluss auf die AG und zwar ganz gewaltig über den Aufsichtsratsvorsitzenden und das sichern wir euch so zu, das wird auch immer so bleiben. So, das ist jetzt Geschichte. Bolli, sprechen wir hier bei diesem Konflikt, bei dieser Absetzung von Klaus Vogt vielleicht auch im großen Ganzen über diesen Riesenkonflikt im deutschen Fußball, nämlich Einfluss von Investoren, 50+1, wie siehst du es? Ja, im Prinzip ist es ja so ein bisschen Kapital gegen Kurve, wenn man so will. Also ich glaube, wenn man sich den Aufsichtsrat mal anschaut, jetzt sind es ja 11 Leute sozusagen und dann die Positionen, die jeweiligen Mitglieder dann haben, dann kommt man ja nicht nur auf Mercedes und Porsche mit 4 Mitgliedern und Jaco, sondern dann sitzt da auch noch einer von SAP drin und dann sind es eben nur noch ganz wenige, die sozusagen de facto eigentlich dem Verein sozusagen angehören. Und da wird es dann schon schwierig und ich glaube, dass mit dem Einstieg von Porsche, natürlich ist das ist eine Weltmarke, die wollen nicht irgendwie hier weiter, ja, ich sage jetzt mal flapsig, vielleicht dann eben den Präsidenten da haben, der bisher da war, weil aus ihrer Sicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht passt, sondern die wollen da irgendwie voranschreiten und die wollen dann natürlich mitentscheiden und die wollen... Ich habe heute tatsächlich mit Tanja Gönner ein Interview noch gemacht und sie meinte halt irgendwie 50+1 ist wichtig, ja, also dass man will weiterhin, klar, ehemalige Politikerin, diese Balance die ist geübt halten, ja, aber ich glaube, es ist ganz schwierig, das den Leuten halt glaubhaft zu vermitteln. Man weiß ja, sage ich jetzt mal, dass da aus der Kurve wieder, denke ich mal, eine dementsprechende Reaktion kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie sie diesen Konflikt oder diese Balance da irgendwie den Spagat hinkriegen wollen, mit der Ausrichtung, dass es auf sich dann nicht weiter knallt. Also das, glaube ich, wird ganz, ganz schwer. Putze, ich begebe mich jetzt mal auf ganz dünnem Eis und stelle dir eine Frage, die ich dir eigentlich gar nicht stellen darf. Aber ich tue es trotzdem. Stell dir vor, du bist Lutz Meschke von Porsche und du kommst in den Aufsichtsrat und hörst schon davor,
der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Vogt, boah, der hat echt eine richtig schlechte Aufsichtsratssitzungsführung, der bringt den Verein nicht voran, wie sollte, wir buttern hier 40 Millionen Euro rein. Wir wollen doch bitte, dass der Aufsichtsrat von einer Person geführt wird, die das auch kompetent genug machen kann. Kannst du die Sichtweise nicht irgendwie nachvollziehen? Naja, der Investor geht rein und der Investor kann erstmal jegliche Forderungen stellen. Die können auch sagen, wir wollen, dass ihr in Zukunft in Blau auflauft. Die können ja alles fordern und es liegt dann halt an den Leuten, die die Mehrheit haben, das ist der e.V., zu sagen, machen wir nicht. Und natürlich ist es natürlich schwierig, wenn Porsche sagt, wir geben euch nur 100 Millionen, wenn der Vogt weg ist und der Vogt sagt, nee, geht nicht, weil es ein versprechende Ausgliederung, dann steht es am nächsten Morgen in der Bild-Zeitung, Vogt verhindert 100 Millionen Einstieg von Porsche. Das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation, aber wie gesagt, Porsche kann alles fordern, aber es steht Porsche nicht zu, dann aus meiner Sicht, oder einem Investor steht es nicht zu, die Privilegien, die das Amt des Präsidenten hat, zu beschneiden. Und es steht auch dem Präsidenten, dem Amtsinhaber nicht zu, das zu machen. Die einzigen, die das entscheiden können, ist die Mitgliederversammlung, die Mitglieder. Und wenn die sagen, okay, wir trennen diese Ämter voneinander, okay, aber es muss die MV entscheiden, aus meiner Sicht und niemand sonst. Aber Daniel, da sind wir jetzt gerade wieder in dieser Grauzone. Es wurde ja wohl nirgends festgehalten, damals bei der Ausgliederung, dass gleichzeitig der EV-Präsident auch Vorsitzender des Aufsichtsrats ist. Werden da überhaupt Regeln gebrochen oder ist es eher ein moralisches Versprechen? Solange nichts schriftlich verankert ist, sagt natürlich vor allem die Investorseite, wir haben nichts. Wir können das machen. Aber es ist ja so, dass das Wolfgang Dietrich den Mitgliedern versprochen hat, dass es auch bei der Wahl übrigens von Klaus Vogt zum Präsidenten da im Vorfeld nochmal betont und wiederholt wurde. Und es hat ja schon seinen Sinn gehabt, dass ja dieses Versprechen oder dieses Amt da in Einklang quasi vergeben wurde. Natürlich sagt da Porsche, das juckt uns nichts, wir haben nichts vertraglich festgelegt, wir spielen jetzt erstmal nach unseren Regeln, wenn ihr die 20 Millionen von uns haben wollt. Darf ich kurz, Sebastian, haben da die Mitglieder vielleicht auch oder der Verein als Ganzes ist einfach auch 7 Jahre lang verpasst, vernünftig irgendwas zu regeln? Sprich, erleben wir auch jetzt 7 Jahre nach den Ausgliederungsverhandlungen immer noch die Nachwehen und merken eigentlich, dass immer noch vieles windschief gezimmert ist? Ja, absolut. Also die Strukturen zwischen EV und AG, wie die geregelt sind, das ist halt Hanebüchen. Und wir merken es ja, es wird immer wieder nachgebessert, es wird immer wieder in der Satzung nachgebessert, es ist nichts klar geregelt. Aber bei dem entscheidenden Punkt ja offensichtlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, bin juristischer Laie, hätte man es vielleicht reinschreiben können? Soweit ich weiß, nein, weil wir können ja im EV nicht bestimmen, was in der AG passiert. Also es gibt quasi diesen Grundlagenvertrag, aber ein Aufsichtsrat einer AG wählt seinen Vorsitzenden selbst und das können nicht wir bestimmen. Aber natürlich kann man meiner Meinung nach in einen Grundlagenvertrag irgendwas reinschreiben und sagen, hey Porsche, wenn ihr einsteigen müsst, dann müsst ihr das akzeptieren. Das brauchen wir schriftlich von euch und sowas gibt es nicht. Wie so ganz viele Sachen ja wirklich unklar sind. Wir haben vorher zum Beispiel gerätselt, Jacko, der Herr Röschel, sitzt da eigentlich für den e.V. drin oder sitzt er als Investor drin? Auch das rein formal für den e.V., aber das macht ja keinen Sinn eigentlich. Jetzt macht beides keinen Sinn. Es macht ja auch keinen Sinn, dass ein 1% Investor einen Platz bekommt im Aufsichtsrat. Also eigentlich nicht. Also weiter aufstocken. Ja. Weil wenn es so wäre, dann bräuchte der EV ja eigentlich 75 Vertreter, also wenn man es hochskaliert. Ja, also es sind viele Sachen relativ seltsam und es wird immer deutlicher, dass damals ein Konstrukt gewählt wurde mit der AG, auf das der EV möglichst wenig Zugriff hat und natürlich wurde alles maßgeschneidert für Wolfgang Dietrich, für Wilfried Port und jetzt ist halt ein anderer Präsident da und der füllt das Amt halt anders aus und das gibt jetzt halt Probleme. Bolli, was denkst du, kann sich dieser Klaus Vogt noch lange als Präsident halten? Wir hatten heute Morgen diese wirklich deftige Pressemitteilungen, die der Vereinsbeirat und der Präsident unterschrieben haben, das Präsidium übrigens nicht. Wie schätzt du die Lage ein? Er ist ja offensichtlich bereit zu kämpfen, das ist jetzt mal die erste Reaktion. Frau Gönner hat heute gesagt, sie will auf keinen Fall Präsidentin werden, ja, das strebt sie nicht an. Stand jetzt. Er hat ja weiterhin seinen normalen Platz im Aufsichtsrat, er hat seine Stimme, ob er Präsident bleiben kann, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube jetzt nicht, dass Klaus Vogt vom Naturell der ist, der relativ schnell irgendwie zurücktritt, wenn man in zumal der Vergangenheit... Zumal er ja schon Kämpfe durchgestanden genau, hat. Genau, mit Hitzelsberger, also wenn man sich da zurückerinnert, das ist dann nicht der erste Kampf, dem er sich angenommen hat. Und was ich noch zum 2017er Versprechen sagen wollte, wir haben auch versucht, mit Klaus Vogt zu reden, der wollte sich jetzt öffentlich nach dieser Mitteilung nicht mehr äußern, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit Frau Gönner zitieren, aber zu dem Punkt hat sie gesagt, könnt ihr morgen nachlesen, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so nach dem Motto,
es ist ja auch eine Weile her und man muss ja auch mal schauen, was in der Zukunft die Zukunft bestimmt und muss ein bisschen schauen, was jetzt gerade aktuell und in der Zukunft für den VfB wichtig ist, ja, und ob dann Versprechen von 2017 das noch sind, also so nach dem Motto, ja, und das ist dann natürlich, ja, ich glaube mal, die werden da galant drüber hinweggehen, ja, wenn es juristisch nicht anfechtbar ist, glaube ich nicht, dass man da jetzt nochmal auf dieses Versprechen zurückkommt und sagt, ach ja, stimmt, hatten wir vergessen, dann komm Klaus, mach nochmal. Ich glaube, wir müssen auch über diese Aufsichtsratstrukturen sprechen, die aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich gewählt sind. Ich habe Danny gestern in der Podcast-Folge, wir haben gestern regulär noch gepodcastet, da habe ich kritisiert, dass der EV-Präsident automatisch auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, weil da geht es dann nur um die Position und nicht um die Kompetenzen. Und das habe ich kritisiert, habe dafür wie immer viel Bullshit bekommen, aber auch eine Mail, die ich hier mitgebracht habe. Also ihr da draußen, wenn ihr uns eine Mail an vfb@zvw.de druckt sie schreibt, das mir aus und liest sie in der nächsten Folge vor. Ich druck sie hier aus und da hat nämlich einer geschrieben, der Dirk aus Amsterdam, aus den Niederlanden, ein Fan, der hat geschrieben, er war Direktor und Aufsichtsrat in verschiedenen Unternehmen und er kann da die Sicht der Investoren eigentlich ganz gut verstehen und er sagt, dass diese Führungskräfte einen gewissen Mindeststandard bei der Aufsichtsratführung erwarten und das aus seiner Sicht zu Recht. Ohne Klaus Vogt zu kennen, habe ich seit Jahren großen Zweifel, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Für mich ist spätestens seit dem offenen Brief von Thomas Hittelsberger Ende 2021 klar gewesen, dass dieser Präsident nicht professionell genug für diesen Verein ist. Hitts Brief war auch kommunikativ katastrophal, aber ein deutlicher Hilferuf, dass mit diesem Präsidenten keine professionelle Struktur aufzubauen ist. Bolli, hartes Brot, aber trifft er da nicht vielleicht den Punkt? Finde ich ganz schwer zu beurteilen. Also es ist ja auch so, dass wenn man sich an die Mitgliederversammlung erinnert und dann die, sage ich mal, Vogt-Gegner ihre Argumente zum Sturz oder zur Abwahl des Präsidenten vorgebracht haben, es wird halt wenig konkret. Ja? Also hier wird jetzt auch gesagt, er bringt nicht die Führungskompetenzen mit oder er bringt nicht das mit, was man als Präsident mitbringen muss. Ja, mir ist es dann manchmal irgendwie, das ist dann halt schlechter Führungsstil und das ist dann dies und jenes. Klar glaube ich auch, dass es jetzt nicht problemlos da vonstatten geht und dass da bestimmt mancher Punkt anfechtbar ist, aber mir ist es dann manchmal ein bisschen zu dünne, was das anbelangt mit dieser ganzen Argumentation. Ja, vor allem dafür, dass der Mann so eine Katastrophe sein muss, ja offensichtlich, wenn man das alles so liest, dafür hört man ja wirklich nichts Konkretes. Ja? Also wo sind denn die konkreten Vorwürfe? Und ich finde, teilweise ist wirklich Vogt-Bashing auch Folklore geworden. Ja? Und das sagt die Mail auch. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, er macht das nicht gut. Das finde ich halt schwierig, solche Grundlagen dann halt. Und man kann ihm, was man ihm, glaube ich, wirklich vorwerfen kann, ist eine gewisse Zögerlichkeit, dass wir zum Beispiel immer noch keinen Sportvorstand haben, aber das ist ja auch dann Aufgabe des kompletten Gremiums und das sind 9 Leute gewesen, jetzt 11 und nicht nur er. Und insofern, ich bin davon überzeugt, dass er nicht alles richtig macht, aber wie gesagt, mir fehlen da auch so die konkreten Vorwürfe, warum er denn so unfassbar ungeeignet für das Amt sein soll. Ja, aber diese Koppelung EV-Präsident gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender, findest du das richtig? Ich finde es nicht richtig. Weil dann geht es nicht um Kompetenzen, wer macht was gut, sondern dann wird halt automatisch der Präsident auch Vorsitzender, vielleicht, obwohl es eine Pfeife ist. Ja, natürlich. Also man kann darüber diskutieren. Man kann zum Beispiel sagen, okay, wir in Zukunft entsendet der MV einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen Präsidenten wird gewählt. Also, aber das muss die Mitgliederversammlung einfach entscheiden. Das ist ja das Schöne an einem Fußball. Obwohl es da um Millionen geht, ist es halt einfach noch sehr folkloristisch. Und wenn in unserer Satzung drinstehen würde, Fritzle geht in den Aufsichtsrat, dann ist es halt so. Ja? Und man kann das ändern, aber es müssen die Mitglieder machen. Und das ist, glaube ich, genau ein Punkt, den viele dieser Wirtschaftsbosse, und ich beobachte das jetzt auch schon seit Jahren, nicht verstehen. Die können mit diesem seltsamen Zwitterwesen, das der Profifußball in Teilen ist, nämlich eine Mischung aus Kegelverein und Aktiengesellschaft, denen fehlt da das Gespür, denen fehlt da das Fingerspitzengefühl. Daniel, ich würde dich auch gern wieder reinholen in die Runde. Siehst du eine Gefahr darin, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, mittelfristig wieder etablieren, wir brauchen Ruhe, Kontinuität, kann sich so ein massiver Brandherd jetzt auch aufs Sportliche auswirken? Das wäre immer die große Gefahr oder der Gedanke, den man hat. Ich persönlich glaube, böse gesagt, ein Enzo Mio oder ein Waldemar Anton auf dem Spielfeld oder auf dem Trainingsplatz juckt 0,0. Wer Präsident ist, wer im Aufsichtsrat sitzt, im dümmsten Fall erkennt der Klaus Vogt nicht mehr, wenn er ihm auf der Geschäftsstelle entgegenläuft. Ist auch wahrscheinlich nicht nötig für ihn. Deswegen glaube ich, dass die Spieler und auch das Trainerteam sich
ja, da ganz gut abgrenzen können. Die Daniel, die PK war ja heute. Was hat Hoeneß da natürlich wieder smarterweise gesagt? Genau, da hat er sich natürlich verkauft wie immer. Sagt, natürlich kriegt er es mit. Er liest ja dann doch auch ein bisschen Presse oder schaut, was so passiert. Aber er lässt es überhaupt nicht an sich ran. Das sagt er ja prinzipiell immer. Natürlich sind beim Thema Champions League ja genau das Gleiche. Natürlich sind die Träume, ist das Ziel da, aber er lässt es nicht zu, weil er sagt, sobald du anfängst, dich auf was anderes zu fokussieren, geht dein Fokus auf das Wesentliche verloren. Und genauso ist es ja mit den ganzen, sag ich mal, vereinspolitischen Themen auch. Ihm als Trainer ist es auf Deutsch gesagt scheißegal. Er will einen guten Sportdirektor, im besten Fall dann noch einen guten Sportvorstand haben, mit dem er sich gut versteht, der seine Ansichten versteht und dass er weiß, da ist ein bisschen Kohle da, mit dem er was am Kader machen kann. Und alles andere passiert für ihn auf dem Platz und in der Kabine. Deswegen glaube ich, kann man da ganz gut trennen. Was da eher das größere Problem ist, ist eher, was ist die Außenwirkung wieder für den VfB hier? Klepperles Verein, schwieriges Umfeld und so weiter. Bolli, ich glaube, ein großer Punkt ist auch Sportvorstand. Fabian Wohlgemuth ist aktuell Sportdirektor. Alexander Werle ist oder will nicht mehr Sportvorstand sein, ist es aber faktisch noch. Für die Suche des Sportvorstandes verantwortlich ist der Aufsichtsrat mit Klaus Vogt an der Spitze. Jetzt gibt es natürlich erstmal andere Probleme. Tanja Gönner ist an der Spitze. Glaubst du, das beeinflusst dieses Thema Sportvorstand und droht da der nächste Ärger? Stichwort Wohlgemuth haut ab, wenn ihm da irgendeiner vor die Nase gesetzt wird. Ja, ich glaube, die Gefahr besteht. Das hat er, glaube ich, auch schon mal angedeutet. Ich glaube, die haben jetzt natürlich wahrscheinlich in der Anfangszeit, wenn sie jetzt da loslegt, vielleicht noch ein paar andere Fronten zu klären und irgendwelchen Hickhack. Es wäre natürlich vonnöten, dass man das mal klärt, ja. Ist ja schon eine Weile her. Ich glaube, die ganze Saison, dass Alexander Werle nicht Sportvorstand sein will oder sogar schon länger. Und ich glaube, ja, also er hat jetzt ja diese Kompetenz nachgewiesen und mit der Arbeit, die er bis jetzt geleistet hat, finde ich es absolut legitim, von ihm zu sagen, ich will jetzt da nicht, dass irgendwie ein Horst Held oder sagen wir jetzt mal irgendein Unbekannter, den man vielleicht nicht kennt, ihm da vor die Nase gesetzt wird oder selbst wenn es ein bekannter Manager wäre. Und ich glaube, ja, dass sich das aber, das hast du ja vorhin, Butze, erwähnt, auch da kann man dem Aufsichtsrat vorwerfen, dass es halt, ja, dass man Themen einfach verschleppt, ja, und vielleicht nicht Prio 1 sind. Und das finde ich einfach so, dass, was schade ist, dass dieser Aufsichtsrat ja letztlich dann doch irgendwelche Kompetenzen hat, die er auszuführen hat, was die Mannschaft nicht tangiert, aber was manche Prozesse verzögert. Und trotzdem sind 95%, behaupte ich, die im Stadion sind, die wollen geilen Fußball sehen und die wollen nicht wissen, was Hans und Horst da irgendwie wieder für private Fäden ausfechten. Das ist halt irgendwie diese privaten Interessen bei diesen Traditionsclubs und gerade beim VfB Stuttgart, die da hinter den Kulissen ablaufen. Es ist einfach irgendwie peinlich und es ist einfach irgendwie sowas von unnötig und nervt halt auch total. Wen interessiert denn, ehrlich gesagt, im kleinen Detail diese Vereinsbeirat ja, Geschichte und wer da mit wem kann und wer da nicht mit wem kann. Es ist einfach auch als Berichterstatter anstrengend und du denkst so, oh nein, ja, uns geht hier ein Champions League Quiz flöten, weil die wieder meinen, sie müssen da irgendwie Kasperle-Theater spielen. So ist es halt. Ich denke, das ist ja eigentlich fast ein gutes Schlusswort hier für unsere Diskussion hier oben. Euch schon mal vielen Dank bis dahin. Wir gehen noch nicht an die Bar und spielen unser Champions League Quiz im Geheimen nach, sondern wir würden jetzt den Leuten, die den weiten Weg vielleicht bei manchen ins Kalaluna angetreten haben, natürlich auch einen Zuckerle geben. Und wir würden euch jetzt die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an uns, an die Gäste. Der Simi wird sein Mikro schnappen, wird zu euch runterkommen. Wir können gerne über den letzten Themenblock ein bisschen diskutieren. Ihr könnt aber auch gerne zum anderen Themenbereich eine Frage stellen. Jetzt ist eure Stunde. Kurzes Handzeichen. Simi springt dann zu euch. Ich moderiere es von hier oben und wir geben euch eine Möglichkeit, euch hier jetzt Teil unseres Podcasts werden zu lassen. Also bitte. Nicht so schüchtern auf. Da hinten. Ich komme. Schneller als Sonntag sagen, die ich glaube, ich bin. Hey. Stell dich doch kurz vor. Ich bin der Raphael aus Waibling. Auch seit ich denken kann, seit über 30 Jahren großer VfB-Fan und natürlich jetzt bescheuert mit dieser Geschichte im Aufsichtsrat.
Und meine Frage ist jetzt, muss man jetzt als VfB-Fan davon ausgehen, dass jetzt ähnliche Proteste kommen wie wegen der DFL-Geschichte? Oder mit was muss man rechnen? Mit was soll man, kann man rechnen? Ja, weil es ist natürlich jetzt alles ungut, gerade in so einer tollen Saison. Und es würde mich einfach interessieren, was da die Mehrheit denkt und auch ihr Experten. Danke, finde ich eine super Frage. Wer von euch möchte zuerst das Wort ergreifen? Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine Reaktion der organisierten Fanszene geben, denn beim letzten Heimspiel hing ja schon die Banner, die haben genau das thematisiert, was jetzt eingetreten ist. Und auch übrigens schon vor, glaube ich, 2 Wochen gab es schon ein ausführliches Statement vom Kommando Kallstrand. Genau. Ja. Und es wird auf jeden Fall eine Reaktion geben, da gehe ich von aus, ob es die jetzt dann schon in Sinsheim geben wird oder dann erst beim ersten richtigen Heimspiel danach. Und in welcher Art und Weise die dann ausfallen wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich nicht mehr nur mit Transparenten und Bannern begnügt, weil die bringen halt nicht viel und wie effektiv tatsächlich ein Protest anderer Art ist, haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen. Und also ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich denke, es wird auf jeden Fall eine Antwort geben. Und du hast eben gesagt, das verstehen dann vielleicht auch Wirtschaftsbosse nicht, die in den Fußball kommen, dass da halt noch so ein paar Leute sind im Stadion, die auch noch eine Bühne haben und diese Bühne auch nutzen werden. Daniel, also für dich als Live-Reporter heißt es, beim Heimspiel gegen Heidenheim dann musst du schon bereit sein, irgendwelche Lücken zu füllen, weil wieder Flugzeuge fliegen oder Tennisbälle durch die Arena. Durchaus möglich. Da ist ja mein Vorteil im Gegensatz zum VfB-Fanradio, dass wir ja nicht 90 Minuten durchkommentieren, sondern wir haben ja die Möglichkeit, da mit Musik und Werbung und Nachrichten da entsprechend Strecke auch zu machen. Aber ich gehe auch von aus, wie es Butze gesagt hat, die Fans haben jetzt gemerkt, wenn sie konsequent protestieren, können sie durchaus ihre Anliegen nicht nur vortragen, sondern auch in gewisser Weise durchsetzen. Und da glaube ich schon, da haben die VfB-Fans ein feines Gespür, denen der Verein auch am Herzen liegt. Und wenn sie merken, dass da das Kapital zu viel an Überhand übernimmt, dann wird da interveniert, weil eine gewisse Art des Kapitals ja auch durchaus durch die Fans überhaupt erst eingebracht wird oder ermöglicht wird. Sorry, Daniel. Aber Bolli, was denkst du, was läuft dir beim nächsten Heimspiel oder vielleicht auch schon in Sinsheim vor dein VfB-Mikrofon? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass da vielleicht auch vors Mikro zumindest gar nicht so viele jetzt mit der Thematik da sich beschäftigen wollen, aber ich glaube spätestens im Heimspiel gegen Heidenheim wird man Plakate sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ausartet wie bei der DFL-Thematik, das war ja eine bundesweite Protestaktion und ich glaube schon auch, dass die Fans oder sagen wir mal die organisierte Fanszene, die Ultras ein gutes Gespür haben, dass die Mannschaft halt trotzdem gut performen soll, ja, und dass sie jetzt nicht irgendwelche Flugzeuge oder Tennisbälle aufs Feld schicken, sondern dass da klar und deutlich die Meinung gesagt wird. Aber da ist die Chance, glaube ich, jetzt auch nicht so groß, wie wenn man wochenlang in jedem Stadion irgendwelche Spielunterbrechungen provoziert, beim VfB sich da so viel ändert. Also ich glaube, klare Meinung, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich da das Spiel komplett beeinflussen lässt davon. Zumal ja auch die Proteste gegen die DFL und den Investoreneinstieg wurden ja immer von beiden Fanlagern auch getragen. Es war ja immer so ein Wechselspiel zwischen der Gäste-Fankurve und der Heim-Fankurve und das hast du ja in dem Fall, Raphael, denke ich eher nicht. Also was Sebastian gesagt hat, würde ich auch unterstreichen. Da wird was kommen, klar. Es wird auch noch einiges vom Verein kommen. Das Präsidium, denke ich, muss sich noch in irgendeiner Form erklären. Dann wird Klaus Vogt sich vielleicht nochmal erklären, vielleicht auch Frau Gönner nochmal deutlicher sprechen. Also das Thema ist, glaube ich, darauf lässt sich jetzt mal bringen, nicht ausgestanden. Und was das dann letztlich für den Sport bedeutet, der VfB ist ja immer schlecht aus diesen DFL-Protesten, aus diesen Unterbrechungen rausgekommen. Also wir hoffen mal, dass keine Tennisbälle fliegen. Danke für die Frage, fand ich super. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich schaue mal auch da hinten, Simi. Jawohl. Und hier vorne, kannst du jetzt überlegen, oh, wow, wow, jetzt kommen sie alle. Aber ich glaube, da hinten, du warst zuerst. Simi, da hinten. Muss nochmal hochheben. Wo? Jawohl. Kurz vorstellen und dann ab geht's. Ja, servus, ich bin der Konsti. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon seit 8 Jahren Dauerkarte, also habe auch viel Scheiße miterlebt. meine Frage wäre jetzt auch nochmal zum Thema gerade eben. Also ich kann tatsächlich beide Sichten verstehen, so wie ihr es auch dargestellt habt, sowohl wirtschaftlich als auch die Fanseite, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum jetzt gerade der Zeitpunkt jetzt so jetzt wieder Unruhe, sage ich jetzt mal, so ein bisschen reinbringen vom Verein aus. Was sagt ihr da dazu?
berechtigte Frage. Sebastian, hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, vielleicht Hintergrund, machst ja auch so den vereinseigenen Podcast, kann man ja gar nicht sagen, mit dem Ricky zusammen, aber ich glaube, ihr kriegt da schon auch nochmal ein paar Eindrücke von hinter den Kulissen. Hast du eine Antwort? Naja, ich meine, wir sind es beim VfB gewohnt, wenn es sportlich gut läuft, gibt es abseits des Platzes Unruhe und wenn da Ruhe ist, dann läuft es sportlich nicht. Nee, ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt wirklich Zufall. Ne? Also der Deal war ja super lange in der Schwebe, musste von der DFL abgesegnet werden, vom Kartellamt abgesegnet werden, jetzt ist er halt endlich durch und jetzt sitzen halt die zwei Porsche-Vertreter im Aufsichtsrat und haben halt ihre Forderungen gestellt und jetzt ist das Ganze halt ein Stück weit eskaliert und der e.V. hat es halt auch nicht geschafft, die Zeit zu nutzen, um die Mitglieder vielleicht mal vorher ins Boot zu holen und also ich glaube, es ist jetzt Zufall. Ja, es ist natürlich jetzt blöd beim VfB, sportlich läuft es richtig gut, jetzt kommt die Unruhe rein, aber ich kann da jetzt kein Muster erkennen oder so, das ist schlichtweg Zufall. Aber klar hätten wir uns so ein Thema lieber dann für die EM-Pause zum Beispiel gewünscht. Ja, aber da müssen wir ja Spiele schauen und eigentlich auch einen Fokus dann auf Anton, Mittelstädt und Co. haben. Daniel, wie ist deine Einschätzung? War ja ein Thema, das, wenn man ehrlich ist, die letzten Wochen geschwelt hat und war irgendwie nur so die Frage, wann bricht es wirklich so an die Oberfläche, dass es jetzt auch so eine Eruption gibt wie diese Woche. Das hat mich ehrlicherweise dann auch ein bisschen überrascht, aber was ist deine Einschätzung? Ja, naja, auch ähnlich wie Butze, es hat sich jetzt halt aufgebaut, es wurde ja aktuell durch den Porsche-Einstieg, dass das dann da vollzogen wurde, aber dass dann da so schnell Fakten und Klarheit von Investorseite geschaffen werden sollen oder wollten, war dann vielleicht schon überraschend, aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie eine Art von Taktik oder Kalkül dahinter steckt, es ist einfach, hier, wir sind jetzt da, wir haben unsere erste Tranche gezahlt und jetzt wollen wir aber auch bitte schön mitreden. Politisch nichts. Genauso, ja. Also ich brauche nicht mehr anführen, sehe ich so. Dann gehe ich auf die Jagd wieder, oder Danny? Ich habe mehrere gesehen. Du hast die Hand oben gehabt. Ja. Oder habe ich jetzt jemanden übersehen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen. Grüße dich. Ja, mein Name ist Jürgen aus der Nachbargemeinde Urbach. Mich würde interessieren, wie es jetzt weitergeht in dieser Schlammschlacht. Die erste Amtshandlung der Porsche AG im Aufsichtsrat war aus meiner Sicht sozusagen etwas zu fordern, was aus meiner Sicht jetzt wieder eine VfB-Schlammschlacht, VfB gegen VfB auszulösen in der Lage ist. Es geht ja schon los mit dieser Abwahl oder dieser Demission, dieser erzwungenen. Und der Replik von Vereinsbeirat und Präsident per E-Mail an die Mitglieder heute. Jetzt haben wir zwei Aussagen, die da gegeneinander stehen. Ich habe auch in der Zeitung heute Morgen gelesen, dass der Präsident schon gar nicht mehr bei der Aufsichtsratssitzung präsent gewesen sein muss, als die Beschlüsse gefasst worden sind. Und dass das deshalb überprüft, sprich angefochten wird. Das heißt, ich sehe da auch juristische Auseinandersetzung auf die Gremien A gegen die Gremien B innerhalb des Vereins der AG zukommen. Ich bin jetzt kein Jurist, ihr auch nicht auf dem Podium, aber wie schätzt ihr denn das ein, was da jetzt die letzten 9 Spiele des VfB parallel in Sachen Vereinspolitik begleitend stattfinden wird? Danke. Ihr habt es gemerkt, Zeitungsleser wissen mehr. Müssen wir jetzt natürlich mal unterstreichen. Super. Bolli, du hast dich gerade Daniel angeschlossen. Vielleicht fängst du an. Was ist deine Einschätzung? Was kommt da auf alle Beteiligten jetzt in den nächsten Wochen noch zu? Naja, eigentlich, man kann nur hoffen, dass jetzt die Konstellation, wie sie jetzt so ist, vielleicht erstmal so bleibt und sich das Ganze bis Saisonende vielleicht mal, sagen wir mal, durchschleppt aus meiner Sicht. Und dass dann kann der große Knall kommen oder dann kann sich nochmal was verändern. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn es nicht so sein sollte, aber auch nicht dran, dass jetzt der Präsident einfach so zurücktritt. Also da kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde es ganz schwer einzuschätzen, was da der nächste Schritt ist. Es war ja so überraschend, die Meldung gestern kam mit der, ja, war ja tatsächlich eine Ohrfeige irgendwie, so diese Pressemitteilung gegen Klaus Vogt und heute. Wer sich die Mühe macht und so eine Replik schreibt, der ist nicht in der bereit. Gebotenen Kürze stand in der gebotenen Einleitung. Kürze und dann waren es irgendwie 2 DIN A4 Seiten, dachte ich auch. Genau, und ich finde es ganz schwer, also ob das jetzt weiter eskaliert. Ich glaube, dass das Echo, das Medienecho war jetzt ja schon so groß, dass sie schon irgendwie merken sollten, es dürfte jetzt nicht noch weiter anschwelen. Aber die Frage ist natürlich, wie man die Fronten beruhigt und wie das unter der Tischdecke irgendwie einigermaßen bleibt. Also mein Tipp wäre, das bis Saisonende einigermaßen so auszusetzen und sich vielleicht seine jeweilige Strategie überlegen und das dann vielleicht weiterzuführen. Aber ich finde es, also ich kann es nicht prognostizieren. Hat jemand von euch eine Prognose? Sebastian?
Na, eigentlich kennen wir ja, wir wissen ja, wie es abläuft. Ne? Also offene Briefe täglich, genau. Mindestens zwei, drei. Kennen wir alle jegliche, schon. Jegliche Anwaltskanzlei im Stuttgarter Umfeld wird von irgendwem beschäftigt, von der EV, AG, irgendwem. Also ich habe da jetzt wenig Hoffnung, dass es diesmal anders abläuft, weil da sind die Egos dann anscheinend zu groß, dass einer zurücksteckt. Und das wird halt genauso ablaufen wie damals mit Vogt und Hitzelsberger. Damals hat der VfB übrigens auch eine richtig gute Saison gespielt. Insofern, stimmt, ja. Wahrscheinlich ist das das Muster, was uns jetzt gefehlt hat. Ich glaube, wir lassen es mal dabei. Prognose total schwierig, klar. Wir können dir jetzt nicht sagen, es dauert noch zwei Monate und da genau passiert das und das. Das, ja, ich erwarte auch noch viel. Ich sag's mal so, ich glaube, da kommt noch einiges. Und Stichwort juristische Einschätzung. Man merkt es ja auch in dem Statement von heute Vormittag. Die prüfen jetzt natürlich alles, was möglich ist. Und dann profitieren die Stuttgarter Anwaltskanzleien mal wieder von der Mercedesstraße 109. So. Danny, du hast noch ein paar gesehen, oder? Wer hat noch... Hier vorne war jemand... Da hinten, Herr, jawohl. Grauer Pulli. Auch mal nach da hinten gucken, nicht, dass ich da noch jemand übersehe. Die haben übrigens überlegt, ob sie fragen sollen, was meine drei Lieblingsdinosaurier sind, aber das lassen wir nicht zu. Ihr dürft natürlich auch, nur nochmal angemerkt, ihr dürft Fragen zu allen möglichen Themen stellen. Jo, hi, ich bin der Piero aus Waiblingen. Danny hat mein Mail von gestern gelesen. Du hast eine Mail geschrieben, ja, ich erinnere mich. Ja. Du sagst jetzt, ob ich meinen Mund halten soll oder nicht, weil ich gebe es weiter. Ja. Also ich glaube, dass die Aktion, wie ihr vorher auch gesagt habt, das ist eher dieses Fordernde von diesen Wirtschaftswichtigs, ja, dass man gleich hier aufräumen muss und fertig. Bloß die dürfen halt nicht vergessen, das ist halt nur ein scheiß Fußballverein. Ja, und nicht irgendein Konzern irgendwo. Ja. Und die Rechnung ist garantiert ohne die Ultras gemacht. Ja, also ich habe gesehen, wie sie den Dietrich von der Bühne geschmissen haben. Gell? Deshalb, ich glaube auch, dass das heftiger wird, wenn die auftreten bei der Mitgliederversammlung. Ja? Und ich glaube, die haben genug Power. Und die haben die Kessel schon auf dem Feuer. Ich habe die Kessel schon auf dem Feuer. Falls ihr es nicht verstanden habt, Daniel, siehst du es ähnlich brisant? Oder ist es vielleicht auch so, dass es auch ein Großteil der Fans nicht so sehr tangiert, weil sie sich sagen, solange die Mannschaft super spielt, Champions League, ist mir dieses Theater völlig wurscht. Das sind ja immer die zwei Seiten. Der VfB hat inzwischen über 90.000 Mitglieder und man muss sich nur die letzte Mitgliederversammlung anschauen, was da an Resonanz da war. Deswegen ist so dieses Grundproblem vielleicht, dass es ja wirklich nur ein Bruchteil dieser 90.000 tangiert, was in diesen Gremien passiert und abgeht. Aber ich glaube schon, dass die Ultras ist ja auch die Herangehensweise oder dass sie schon im Verein mitsprechen wollen, dass ihnen das Wohl des Vereins am Herzen liegt. Und ja, ich, um auch auf die vorherige Frage nochmal einzugehen, ich rechne da schon mit einer Wochen, vielleicht monatelang Schlammschlacht. Ist vielleicht eine Frage, wie jetzt auch Klaus Vogt mit der Sache umgeht. Ich bin dabei Bolli, dass ich ihn nicht beim Rücktritt sehe oder ähnliches, aber schafft er es jetzt zugunsten vielleicht der Mannschaft und des sportlichen Erfolgs, dieses Thema noch zwei Monate ruhen zu lassen oder eskaliert es parallel zum Spielbetrieb? Sebastian, hast du auch eine Meinung dazu? Na, eine andere vielleicht noch, weil ich möchte jetzt mal ausnahmsweise vielleicht dann auch einen Investor mal ein Stück weit in Schutz nehmen, weil die geben Geld in den Club rein und natürlich, was wollen die? Entweder wollen sie aus ihrem Geld mehr Geld machen oder sie wollen halt Einfluss. Und du hast auch gesagt, die haben gesehen, was mit den 40 Daimler-Millionen geworden ist. Nix, der Herr Reschke halt ganz schnell ausgegeben, dann waren sie weg. Puff. Ja. Und natürlich sagt, und der VfB wieder in der zweiten Liga? Ja, und der VfB ist abgestiegen, großartig. Und natürlich sagt sich Porsche, na, wir machen nicht den gleichen Fehler und wir tun alles dafür, um unser Invest zu schützen, um alles dafür zu tun, dass das Geld sich vermehrt und das ist ja erstmal legitim. Und dann sind halt dann die Aufsichtsratsmitglieder, die vom e.V. entsandt wurden oder aus dem e.V. raus bestellt wurden, dafür da zu sagen, okay, aber das sind hier die berühmten roten Linien dann vielleicht, ne, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist offensichtlich nicht geschehen. Und deswegen sind wir jetzt in der Situation, in der wir sind. Und wie gesagt, dass ein Investor dann auch sehr selbstbewusst auftritt, man könnte auch sagen unverschämt, also 5% Anteilseigner gleich Forderungen stellen, okay, aber dann muss halt der e.V. als Mehrheitsanteilseigner sagen, geht halt nicht, ja, und das ist nicht passiert und deshalb ist man jetzt in der Situation, in die man gelangt ist und jetzt ist es halt dann komplett durch die Decke gegangen.
Polly, du hast Mikro im Anschlag. Sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass halt die Fanbasis oder die Ultrabasis in Stuttgart ja schon beim VfB ein großes Sagen hat. Wenn jetzt der fannahe Präsident eben nicht mehr an der Spitze steht, sehen Sie dann noch mehr Gefahr aufziehen und vielleicht zu dem Einsatz, dass es nur ein scheiß Fußballverein in Anführungszeichen ist, das glaube ich, sehen halt die Investoren komplett anders. Oder die Kapitalseite, wenn man die DFL-Strategie anschaut, die wollen natürlich sich weiter internationalisieren mit dieser, selbst wenn es jetzt abgeblasen wurde, wird irgendwann die nächste Strategie kommen, wie man mehr Geld aus der Bundesliga vermarkten kann. Und dann müssen natürlich auch die Vereine in irgendeiner Form nach dem Kapital streben, so sehen sie es wahrscheinlich. Und ich glaube, dass die Kapitalseite das komplett anders sieht. Sie versuchen dann zwar irgendwie da die Balance zu halten, aber ich glaube auch ein Alexander Werle, der ja irgendwie DFL Aufsichtsratschef passt ist, ja irgendwie zum Thema. Genau, hat ja da auch irgendwie seine Finger im Spiel, gehe ich mal davon aus, und seine Interessen. Und wenn der VfB nächstes Jahr Champions League spielt, dann wird das noch extremer, denke ich mal. Und dann wird es immer schwieriger, die beiden Seiten da irgendwie zusammenzubringen. Ja? Also gerade wenn es an der Spitze da irgendwie rumpelt. Und ich meine, Klaus Vogt wird sich das gut überlegen, glaube ich, ja, tatsächlich, weil er ja quasi der letzte Mohikaner, wenn man das so will, ist oder sich wahrscheinlich so sieht, der irgendwie die Basis mit den Fans hat oder dieses enge Band. So, ich rufe nochmal ins weite Rund. Gibt es denn noch eine Frage? Da hinten geht nochmal eine Hand hoch. Ja, klar. Simi hat... Ich bleib gleich stehen, bleib dann muss ich gleich nicht so stehen, laufen. Ja. Ja, hallo, bin der Daniel, zugezogen nach Schondorf vor 2 Jahren. Und zwar habe ich zwei Fragen. Also die erste bezieht sich auch um das Thema, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, mehrmals. Sehen Sie auch irgendwie die Gefahr, dass es so ähnlich laufen könnte wie beim Big City Club oder bei einem anderen nordischen Club, dass man sich sozusagen ja, so von innen irgendwie zerstört oder halt gegenseitig Machtkämpfe führt und damit das Geld vernichtet und dadurch halt auch sportlichen Abstieg hat. Und die zweite Frage ist, bezieht sich aufs Sportliche. Und zwar ist ja vorhin schon gesprochen worden bezüglich, ja, ob es in die Champions League geht oder Europa League. Dort würden ja wahrscheinlich auch potenzielle Zugänge noch abwarten, mal gucken, ja, wo steht man am Ende. Und dann steht natürlich auch noch die Europameisterschaft an, wo sich vielleicht halt auch noch der ein oder andere Spieler irgendwie präsentieren möchte. Und ob Sie da sehen, dass sich das irgendwie ein bisschen negativ auswirken könnte im Sinne, dass halt viele Spieler abwarten nochmal. Ja, was passiert bei der EM? Wo läuft der VfB ins Ziel? Und dass sich das halt ein bisschen, ja, gegebenenfalls Preis in die Höhe treibt oder, ja, Spieler halt noch abgegeben werden, wo man es nicht denkt. Frage 1. Droht der Big City Club? Lesen wir bald die Tagebücher des, wer ist da mal? Klinsmann in der Sportbild. Daniel, was ist deine Einschätzung? Ich finde es schwer zu sagen. Aktuell sehe ich die Gefahr trotz der dauernden Kämpfe noch nicht. Ich glaube, diese Gefahr droht, wenn man sich zu abhängig von einer Person oder einem Investor macht. Ich glaube, inzwischen oder bisher ist der VfB noch so aufgestellt. Natürlich war es jetzt gut und auch wichtig, dass Porsche rein ist, aber der VfB hätte auch weiterhin Bundesliga-Fußball gespielt ohne diese zusätzlichen Millionen. Vielleicht nicht auf dem Level oder perspektivisch gesehen nicht mit den Voraussetzungen. Aber diese Gefahr eines Big City Clubs, finde ich, droht vor allem dann, wenn es, wie es bei Hertha damals ja war, man diese Abhängigkeit hat von einer Person, weil man da zu sehr von den Launen dieser einen Person oder Firma eben abhängt, zu sagen, ja, jetzt waren wir erfolgreich, gebe ich noch mal ein bisschen was rein, okay, bringt nichts, also Kohle wieder raus. Aktuell sehe ich die Gefahr nicht. Molly, vielleicht die sportliche Frage in deinem Metier mal wieder angesiedelt. Was denkst du? Ich glaube, im Profifußball ist alles möglich. Also ich glaube, wenn ein Führig oder ein Undaf eine Bomben-EM spielt, dann ist auch in der Premier League, die glaube ich ja immer so ein bisschen abfällig auf die Farmers League schauen, wie sie sie bezeichnen, dann schießen die sich da glaube ich auch ganz schnell auf den Zettel. Und ich glaube, das ist im Sommer die größtmögliche Bühne, die es gibt.
Die EM geht bis Mitte Juli und das Transferfenster ist bis Ende August offen. Also ich glaube, bei entsprechenden Leistungen ist da keiner sicher und wer weiß, was da für Verträge angeboten werden. Also ich würde da bei keinem, die dann für den VfB bei der EM spielen, irgendwie die Hand ins Feuer legen, dass dann nicht doch ein Mega-Angebot reinflattert bei entsprechender Leistung. Das ist meine Meinung dazu. Und dass es vielleicht dann auch angenommen wird, weil es halt einfach so gut ist. Ja, klar. Wer weiß. Aber auch das sind aus meiner Sicht dann wieder komplette Luxusprobleme, weil ne, vorletzte Saison hast du bis zum 34. Spieltag 92 Minuten gebraucht, um überhaupt zu wissen, in welcher Liga du in der Saison drauf spielst. Und in der letzten Saison hat es noch länger gedauert und jetzt überlegen wir, ob vielleicht die besten Spieler dann bei der EM weggekauft werden. Also ja. Das wäre natürlich schade, aber es sind Luxusprobleme. Und es betrifft ja auch alle Vereine. So eine EM wirkt sich, oder so ein Großturnier im Sommer wirkt sich ja prinzipiell auf den Transfermarkt aus. Da bieten sich dann für den VfB, wenn der ein oder andere Spieler weggekauft werden sollte, auch gegebenenfalls Möglichkeiten, anderweitig nachzulegen. Dann hätte ich gesagt, wir machen noch eine Frage im Plenum, dann machen wir hier auf der Stage zu und alle weiteren Fragen am Tresen. Also eine machen wir noch im Plenum. Bitte nochmal Handzeichen, wenn es jemand hat. Ich sehe es leider nicht. Rechts hinten. Simi, du siehst es. War schon mal dran, aber alle guten Dinge sind zwei. Dann noch eine Nachfrage hinterher. War hier noch? Er war noch nicht dran. Tut mir leid, dann nehmen wir den, okay? Dann du deine Frage nachher im Zwiegespräch beim Hefe. Ja, also wir haben es ja schon mal angesprochen hier mit dem ganzen Thema Aufsichtsrat und Präsident. Könnt ihr die Fans verstehen, die sagen, okay, jetzt die Investoren haben immer mehr Einfluss, nachdem der Präsident des EVs abgesetzt worden ist als Aufsichtsratsvorsitzende, könnt ihr die Fans verstehen, die sagen, okay, die Alarmglocken läuten, wenn die 50+1-Regel dadurch angekratzt oder vielleicht auch angegriffen wird? Ich sage einfach mal knapp ja. Wie seht ihr es? Ja, absolut genauso. Und vor allen Dingen, ich habe die Befürchtung, du kannst das Rad ja nicht mehr zurückdrehen. Also 2017 hast du dir den ersten Investor reingeholt und du wirst diesen Investor nie wieder rausbekommen. Und klar, der VfB hat das Vorkaufsrecht auf die eigenen Anteile, aber nie im Leben die Kohle, sie zurückzukaufen. Also diese Anteile sind unwiderruflich weg. Auch die, die man jetzt an Porsche veräußert hat, die werden dann vielleicht irgendwann mal an jemand anders übergeben. Und jetzt auch der Schritt, dass der EV-Präsident nicht mehr der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Ich glaube, auch das können wir nicht mehr zurückdrehen. Und dann liest man im Statement, idealerweise soll es wieder jemand gewählt sein, der von den Mitgliedern gewählt ist, der geeignet ist. Also wer entscheidet das? Dann wahrscheinlich auch die Leute im Aufsichtsrat. Also ich sehe das nicht, dass wir das irgendwie wieder zurückdrehen können. Und insofern sehe ich bei uns jetzt 50+1, also nicht nur bei uns, sondern halt ganz grundsätzlich gefährdet. Man merkt ja auch, sei es jetzt bei der DFL oder jetzt auch bei den Clubs, die Leute wollen daran. Ja, auch Windhorst bei Hertha und so weiter, denen ist das egal. Denen sind die Anliegen der Fans egal. Und natürlich tun die alles dafür, um so viel wie möglich an diesem 50+1 zu baggern. Ja. Pauli, du nix? Sehe ich ähnlich. Ja, also ich glaube, das Rad ist nicht mehr zurückzudrehen. Diese Frage, wem gehört der Fußball, das wird immer größer, glaube ich, und immer schwieriger zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Fans jetzt durch diese DFL-Protestaktion auch so ein bisschen Blut geleckt haben, in dem Sinne, dass sie halt sagen, unsere Meinung zählt ja doch noch was, wir können doch noch was beeinflussen. Inwiefern das beim VfB dann der Fall sein wird, dass sie da an diesen Entscheidungen da was drehen können oder welche Eskalationsstufe das dann noch annimmt, da bin ich gespannt. Also das ist ja wirklich eine spannende Frage, inwiefern da die Ultras dann was beeinflussen können. Aber ich glaube, ja, dass dieses Rad vermeintlich nicht mehr zurückzudrehen ist, beziehungsweise die Kapitalseite da relativ straight nach vorne geht, ohne die Faninteressen da in jeder einzelnen Frage zu berücksichtigen und sehr schwer, dass die Zeiten zusammenzukriegen. Daniel, dein Schlussstatement sozusagen. Ja, nee, kann mich nur anschließen. Es wird aus Fansicht leider nicht mehr aufzuhalten sein, dass Kapital wird immer mehr an Überhand gewinnen, was ich aber auch irgendwie ein bisschen schade oder auch unlogisch finde, gerade auch aus Sicht eines Investors. Klar sieht er seinen Profit und ist dem egal, was die Fans oder Mitglieder wollen, aber warum ist denn der Fußball in Deutschland interessant oder was sind die Vorteile des Fußballs in Deutschland, in der Bundesliga, speziell auch beim VfB? Das ist alle zwei Wochen volles Stadion, gute Stimmung, eine aktive Kurve und Choreos, genau. Und das, finde ich, ist eigentlich das, auch aus Sicht der beiden neuen DFL-Geschäftsführer, was viel mehr gepusht werden sollte, weil die Premier League kannst du eh nicht mehr einholen. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch
egal ob deutsche Vereine in den nächsten 10 Jahren wie viele Champions League-Titel die holen, sondern dass man dieses Fußballgut, was man in Deutschland hat, mit Fans, mit Stimmung, mit einem Miteinander, das eigentlich weiter fördert. Aber so wie man es merkt, ist es leider Investoren- und Geldgeberseite relativ egal. Und trotzdem ein schönes, schönes Schlussstatement. Auch ein positiver Touch mit drin, denke ich. Das ist die Entschädigung dafür, dass du vorhin die Aufsichtsratsthematik erklären musstest. Simi, wir sind durch eigentlich, oder? Du übernimmst noch. Wir haben nämlich noch was für unsere Gäste. Ja, richtig. Oh, jetzt muss ich da nach hinten an den Tisch hier. Wir haben nämlich für euch T-Shirts, die freundlich gemacht wurden. Ich heb das mal hier auch das schön in die Kamera. Das sind quasi Tour-Shirts. Den Namen Dennis Bayer, den müssen wir halt noch ersetzen durch irgendwas vielleicht, keine Ahnung. Wunderbar, das sind die Shirts, die kriegt jeder von unseren Gästen. Falls ihr euch eins mitnehmen wollt, vorne beim Ausgang steht ein nettes Team von unserem Marketing. Da könnt ihr ein kleines Bundle-Paket machen. Wir haben Podcast-Tassen da, wir haben diese T-Shirts da. Wir bleibt zu sagen, vielen Dank an Bolli, an Daniel und an den Butze natürlich. Und vor allem natürlich an euch, die ihr hier so zahlreich ins Cala Luna gekommen seid. Ich habe meine Wette grandios verloren. Ich habe gesagt, es kommen keine 50 Leute zum Simi. Und der Simi hatte recht. Er hat gesagt, der Laden wird voll. Also vielen Dank an euch. Nochmal herzlichen Dank an unsere Sponsoren, die es möglich gemacht haben, auch, die unseren Abend hier unterstützt haben. Dank auch an unser Team beim Zeitungsverlag, haben echt viele Leute mitgearbeitet. Da hinten wird sogar gearbeitet. Kollege Peter Schwarz schreibt schon fleißig mit. Also ihr lest auch einiges über diese Veranstaltung. Marketing war involviert, Vermarktung war involviert, Medienwerkstatt. Super gelaufen, hat uns großen Spaß gemacht. Nochmal Dank an den Matthias. Wo turnt er denn rum? Da hinten. Jawohl, dass du uns Cala Luna zur Verfügung gestellt hast. Ganz große Klasse. Ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Vielen Dank an Cala Luna. Ja, einmal für den Matthias bitte und sein tolles Team, die uns super verköstigt haben hier. Und dann, Danny, darf ich auch noch kurz Werbung machen. Hier liegen überall auf den Tischen so Zettel mit QR-Code. Wenn ihr Bock habt, zieht euch mal 3 Monate das E-Paper rein vom Zeitungsverlag Waiblingen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt ein Bundle zu kaufen. Vorne Tasse. Ihr kennt unsere Podcast-Tassen, die immer schön bei uns stehen im Podcast. Plus dieses nette T-Shirt. Gibt es vorne ein Sonderangebot für euch. Könnt ihr mal vorbeischauen vorne am Stand. Und dann nehmt doch eine Tasse mit, nehmt ein T-Shirt mit. Es kommt unserer Arbeit zugute. Und deswegen vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Danke, dass ihr da wart. Danke an euch da draußen, die immer einschalten und zuhören und was auch immer machen mit unseren Podcast-Folgen. Freut uns sehr. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen wollten wir auch diese Veranstaltung aufzeichnen, dass ihr das im Nachgang von wo auch immer ihr zuschaut, anschauen könnt. Also, und der letzte Dank geht an Frank Nipkau, unseren Chefredakteur. Der hatte damals nämlich die Idee, dass wir überhaupt einen VfB-Podcast machen und dass wir mal in der Kneipe sitzen, vor Publikum podcasten. Hätte ich damals nicht gedacht, als wir im alten Büro vom Herrn Villinger saßen und einsam in einem Mikrofon gesprochen haben. Das soll es also gewesen sein, unser erster Live-Podcast. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Riesenspaß gemacht. Danke euch drei, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und jetzt sehen wir uns an der Bar. Kommt gut nach Hause. Ciao. Ciao.